aber dass auch alte Haudegen, die im Bereich Elektromobilität schon zu Hause sind, uns natürlich mit Fragen konfrontieren. Wenn der Porsche kommt, fahr rechts ran. Ich denke mal, spätestens dann werden diese Ängste einfach weiter wegfliegen. Und damit sicherlich die Entscheidung, so ein Fahrzeug zu bauen, eine sportliche Herausforderung. So richtig geile Autos machen nicht so, sondern so. Erleben Sie am 10. Oktober die Zukunft des Automobils auf der Bazzaro Electric. Von 12 bis 18 Uhr gibt's die neuesten E-Fahrzeuge verschiedener Marken, interessante Vorträge, Informationsangebote und Ausbildungsberufe rund um das Thema E-Mobilität. Und natürlich auch elektrische Mitfahrgelegenheiten. Und das Ganze ohne Lautes. Die Bazzaro Electric am 10.10. 12 bis 18 Uhr auf dem Erich-Weinert-Platz. Ja, wir beginnen jetzt mit dem zweiten Teil. Wir haben jetzt verschiedene Aussteller, die wir auf die Bühne rufen, die ihr sich präsentieren, ihre Produkte, ihre Fahrzeuge natürlich. Und wir haben als ersten Firma Porsche dort. Hier sind zwei Vertreter. Begrüßen Sie sie recht herzlich. Ihr seid heute hier mit etwas Besonderem, also aus meiner Sicht mit dem Porsche Taycan. Und ich sehe schon zwei grinsende Gesichter, also macht euch das Fahrzeug Spaß? Ja, das Fahrzeug macht in der Tat Spaß. Vielleicht stellen wir uns auch ganz kurz vor. Mein Name ist Marc Ganstütz. Ich bin seit Februar diesen Jahres Geschäftsführer im Porsche-Zentrum Berlin-Adlershof. Habe Verstärkung mitgebracht, den Herrn Stumbeck, eine ganz neue Jobrolle, die wir geschaffen haben im Zuge der ganzen Konnektivität, Elektromobilität, einen Technologieexperten, der, wenn Sie Fragen zu dem Taycan haben, technisch gesehen Ihnen alles beantworten kann und das Grinsen da auch nicht von ohne Grund kommt. Ja, die Fragen werden natürlich die Zuschauer haben, yeah. Vor allen Dingen. Also gehen Sie munter auf die Porsche-Leute los, Sie finden sie dort vorne und den Taycan habe ich oben gesehen, steht da oben noch. Ja. Und ich finde, dass auch ein wichtiges Produkt ist, weil es eben erstmal ein deutsches Produkt ist, weil es ein Sportwagen ist, der im Moment tatsächlich die Messlatte sehr, sehr hoch setzt. Wir reden ja immer von der Firma Tesla, aber Porsche hat gezeigt, dass man eben doch gleichziehen kann. Ich will jetzt nicht sagen besser, schlechter, also es ist einfach ein Top-Niveau. Und es lohnt sich einfach, auch wenn es vielleicht außerhalb des eigenen Budgets ist, aus meiner Meinung nach, sich mal reinzusetzen und mal zu schauen, was heute mit Elektrofahrzeug möglich ist. Wie kommen denn jetzt die Kunden auf euch zu? Wie viel verkauft ihr denn jetzt von denen? Also über konkrete Verkaufszahlen können wir jetzt so noch nicht sprechen. Nein, also die Nachfrage nach dem Taycan ist extrem groß und wer Presseberichte liest, ist, dass der Taycan auch eines der Zugpferde von Porsche gerade wird. Wir stellen fest, um auf die andere Frage nochmal zurückzukommen, dass die Fragen von den Kunden andere sind. Wir klassische Porsche-Kunden haben, die sagen, boah, der Taycan, der sieht nicht nur toll aus und Elektromobilität, das ist ja gerade auch im Kommen, kann man den mal Probe fahren. Aber dass auch alte Haudegen, die im Bereich Elektromobilität schon zu Hause sind, uns natürlich mit Fragen konfrontieren, auf die wir gut vorbereitet sind. Daher auch ein Technologieexperten, der tief in der Thematik ist. Aber die Leute, die noch keine Berührung zur Elektromobilität hatten, Fragen stellen, Reichweitenangst haben und wir nach und nach auch Überzeugungsarbeit leisten und das nicht nur durch Worte, sondern auch durch Erleben. Deswegen die Einladung, die Sie da ausgesprochen haben oder das, was Sie gerade ansprachen, der Appetit kommt bekanntlich immer beim Essen, deswegen kommen Sie gerne zu uns, fahren Sie, machen Sie selbst die Erfahrung, dass das auch wirklich die Zukunft ist und dass man eigentlich gar keine Angst haben braucht. Habt ihr jetzt viele, die sich absolut neu mit Elektromobilität beschäftigen oder habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es Umsteiger sind von anderen Elektroautoherstellern? Was ist jetzt so der typische Kunde bei euch? Also Dirk, du kannst gerne ergänzen. Meine Erfahrung ist bis jetzt, dass wir viele, viele Kunden haben, für die das Thema Elektromobilität einfach neu ist. Und wir in einem, glaube ich, guten Wettbewerb mit Tesla und Co. und auch den anderen Herstellern sind und dass wir, glaube ich, alle jetzt gerade noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber dass die Awareness für das Thema Elektromobilität immer größer wird und dass je mehr Zeit ins Land geht, wir auch mehr Kunden bekommen, die sich in dem Bereich schon gut auskennen. Wenn auch aus meiner Sicht die meisten Ladevorgänge zu Hause oder auf Arbeit stattfinden, wird auch interessant, dass es bei Ihnen auch so ist, das Argument, wo kann ich denn laden, immer noch am meisten vorgeschoben und hindert an den Verkäufen. Ja, wir kommen zur letzten Frage. Wie seht ihr jetzt die nähere Zukunft?
Ja, positiv, würde ich sagen. Also generell für Berlin positiv, auch mit dem Thema Elektromobilität. Wir als Porsche-Zentrum Berlin-Adlershof im Juni 2017 schon generell auf Nachhaltigkeit gesetzt hat. Wer an der Autobahn vorbeifährt, sieht diesen wunderschönen Solarpylon. Wir blicken positiv in die Zukunft. Unser Hersteller, die Porsche AG, hat tolle Ideen für die Zukunft. Wir werden nach und nach unsere Baureihen elektrifizieren, was aus unserer Sicht auch der richtige Weg ist, und freuen uns, dass nach und nach weitere Fahrzeuge dazukommen. Nächstes Jahr dann noch der Taycan als Cross-Turismo, den wir anbieten werden, und nach dann Baureihen elektrifiziert werden, was, glaube ich, der richtige Weg sein wird. Dann gibt es nach der letzten Frage noch eine allerletzte Frage, weil da muss ich natürlich nachhaken. Wenn Sie sagen, es werden weitere Baureihen elektrifiziert, dann möchte ich da jetzt schon genaueres wissen. Also tue ich mich schwer, weil ich Informationen so auch selber noch gar nicht habe, aber wenn man in den Medien liest, ist die Rede davon, dass ein Macan irgendwann mal elektrisch angetrieben werden soll, und unsere Entwicklung da auch schon klare Bekenntnisse gemacht hat, dass wir in der Zukunft darüber weiterdenken, das ganze Thema auszubauen. Also konkret kann ich nichts sagen, weil mir die Informationen selber nicht vorliegen, aber wer die Presse genau liest, kann genau diese Themen gerade auch nachvollziehen. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich Schlusswort noch an Ihren mitgebrachten Kollegen geben. Haben Sie noch etwas, eine Botschaft, wollen Sie noch etwas ergänzen dazu? Ja, gerne. Also ich wollte auch noch mal gerne einladen, dass Sie sich das Fahrzeug bei uns anschauen, den neuen Taycan. Und wer noch Angst haben sollte vor der Elektromobilität, die ja jetzt auf jeden Fall kommen wird, der soll doch gerne mal diesen QR-Code einscannen. Da können Sie sich auch, sag ich mal, für eine Probefahrt bei uns bewerben. Und ich denke mal, spätestens dann werden diese Ängste einfach weiter wegfliegen, weil wenn die Zukunft so aussieht und dieses Fahrerlebnis so ist, dann denke ich, wird das eigentlich toll werden für uns. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich auf der Bühne präsentiert haben. Viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Und viel Spaß und gute Gespräche heute noch hier auf der Veranstaltung. Sie finden den Porsche-Stand hier schräg. Sie sehen die zwei schwarzen Porsche dort ausgestellt und den Taycan oben. Fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Es ist ein hochspannendes Fahrzeug. Vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen. Dann möchte ich den Vertreter von eRocket bitten. Die Firma eRocket, das werden die gleich noch sagen, haben was. Ach, da kommt er vorgefahren. Schaut mal, er tritt in die Pedalen und er beschleunigt. Und das ist genau das spannende Teil, worum es jetzt im Gespräch gehen wird. eRocket, begrüßen Sie eRocket, Herrn Zurwehme. Herr Zurwehme, Sie kommen heute hier nicht zur Ruhe, weil Sie haben ein hochspannendes Teil mitgebracht. eRocket nennt es sich. Es gab ja schon mal einen Anlauf vor ein paar Jahren, dann war es ein bisschen ruhig geworden, ja, um die Firma. Jetzt kommen Sie wieder raus. Was ist jetzt neu an dem Fahrzeug? Was kann man erwarten? Was steht da unten? Da unten steht etwas, was mit dem damaligen Konzept nichts mehr gemein hat. Weil man Motorradleute drangelassen hat. Das heißt also, wir haben ja hier ein Fahrzeug, wo wir das Interface der Fortbewegung, nämlich diesen Gasgriff an der rechten Seite, für die, die es nicht wissen, 1903 ist der mal entwickelt worden für Indian Motorcycles, ist also ein paar Jahre alt. Und der Amerikaner würde unser Fahrzeug innovative Disruption nennen. Die zeichnet sich eigentlich dadurch aus, ich mache das immer in Deutsch, das ist eine Verbindung zwischen dem Klick-Klack-Klavitter-Bus und der Was-passiert-dann-Maschine. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir stellen uns einmal die Frage, müssen wir unbedingt mit diesem Gasgriff uns nach vorne bewegen? Stellen wir doch mal die Frage, geht das auch anders? Also nehmen wir diese Verbindung des Gasgriffs und setzen dieses Interface der Fortbewegung mal in die Pedale. Dann kommt die Was-passiert-dann-Maschine und die sagt, das macht einen riesen Fahrspaß. Soll heißen, 2017, als wir in Henningsdorf in Brandenburg die Industriehallen bezogen haben, da haben wir begonnen, das Konzept in, ich glaube, ungefähr 186 Punkten zu verändern, ein Motorrad draus zu machen, was auch wie ein Motorrad fährt, was wie ein Motorrad bremst, was wie ein Motorrad handelbar ist, aber sich über Pedale bedient. Aber, das wollte ich gerade sagen, aber geblieben ist von dem Konzept, dass man sich nicht fortbewegen kann, wenn man faul drauf hockt. Man muss treten. Man muss treten. Was ist jetzt die Erfahrung? Was ist da jetzt anders? Ist das gewöhnungsbedürftig? Wie reagieren Autofahrer darauf, wenn sie überholt werden von so einem Fahrzeug?
Also fangen wir rückwärts an, fangen wir mit den überholt werdenden Autofahrern an. Ich sage immer, unser Fahrzeug hat einen Barpreis von 11.850. Spätestens wenn ich auf der Stadtautobahn in Berlin die Autofahrer absäge, habe ich den Kaufpreis wieder raus, weil die Blicke vergesse ich mein Leben nicht. Teil 1. Teil 2. Natürlich ist die Elektronik grundlegend überarbeitet worden. Das heißt, ich kann mit dem Fahrzeug 4 Stundenkilometer fahren. Ich kann die Pedale so dosieren, ohne dass ich ein Zauberkünstler, Superfahrer sein muss. Einige Probefahrer haben schon erlebt gerade oder einige mehrere. Und ich kann gemütlich oder rasant rauf beschleunigen bis 90 Stundenkilometer, weil Sicherheit steht für uns im Vordergrund. Das Fahrzeug bremst hervorragend, das Fahrzeug handelt sich hervorragend. Ich fahre damit sicher, aber mit einem riesen Fahrspaß durch die Pedale, weil Elektromobilität darf nicht zum Verzicht führen. Das muss Laune machen, dann verkaufe ich es auch. Da haben Sie absolut recht. Ich konnte das Fahrzeug 2-mal fahren, damals in Oranienburg bei einer Emotion und jetzt aktuell wieder vor wenigen Monaten in Oranienburg. Also ich kann alle nur auffordern, probiert's mal aus, probieren, und genau dafür sind die Aussteller heute da, die so etwas anbieten. Es ist ein nicht so schnell wiederkommendes Erlebnis, ich hätte jetzt fast gesagt ein einmaliges Erlebnis, aber es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Erlebnis. Also wenn Sie eingewiesen sind und Sie merken, das Ding zischt davon, dann wachsen Ihre Muskeln wie bei einem Frosch um das Vielfache und die Fortbewegung wird zur Spielerei. Also da muss man komplett recht geben, mit einmal macht das richtig Spaß, in die Pedale zu treten. Absolut. Wie reagieren Ihre Kunden darauf? Ich nehme mal einen Kunden raus, der ist zwar gleichzeitig Journalist, aber es ist trotzdem auch ein Kunde, der einfach gesagt hat, wenn Superman ein Bike suchen würde, würde er das E-Rocket nehmen. Ansonsten, die Probefahrer haben eigentlich das, was ich eben geschildert habe, die haben einen riesen Fahrspaß damit, weil das ist für uns einfach entscheidend. Wenn ich, sagen wir mal, umsteigen soll, ich mache da immer keinen Hehl draus, ich habe die letzten 35, 40 Jahre alles verbrannt, was da aus dem Auspuff kam, von Bergrennen mit dem Auto bis Motorrad, alles wurscht. Mir macht das heute einen Riesenspaß, an so einem Produkt beteiligt zu sein, eben durch die Mobilitätswende zu marschieren. Aber die gelingt uns nur. Tesla ist auch auf 4 Rädern ein gutes Beispiel. Wenn die Kunden einen Nutzwert bekommen mit ihrem Produkt, aber auch wenn sie Spaß haben. Wenn sie sagen, ich muss verzichten, scheiß Elektromobilität, ja, da müssen wir uns doch alle nicht wundern, dass der Kunde die Produkte nicht mag. Also wir müssen Produkte bringen, die Laune machen. Und das steht beim E-Rocket außer Frage und das bestätigen ja mittlerweile 50 Besteller und wir sind im Auslieferungsmodus und haben uns fürs nächste Jahr 200 bis 400 Einheiten vorgenommen. Da geht schon was. Ich mag Sie gar nicht unterbrechen, aber ich muss noch mal nachfragen. Das heißt, wenn ich mit dem Teil umgehen kann, kann ich an der Ampel praktisch jeden stehen lassen. Naja, es ist immer so, bis der Kollege an der Ampel da so begriffen hat, was macht dieser Typ mit den Pedalen da, bin ich irgendwo weg im Sportmodus. Wir haben ja 3 verschiedene Fahrmodi. Man kann das auch, nein, ich darf das nicht. Ich hab immer so gemeine Marketing-Sachen drauf, aber die kann ich eigentlich nicht sagen. Gut, ich lasse einen mal los. Es ist eigentlich im Grunde genommen so, wenn Sie jetzt in der Stadt unterwegs sind und dann ist der Ferrari neben uns, dann müssen Sie das so sehen, da hat der Kollege 280.000 Euro ausgegeben, damit er der Zaubermaus auf dem Beifahrersitz imponieren will und die sagt, guck mal den Typ mit den Pedalen an. Das ist eigentlich ganz einfach. Blamable Vorstellung, Leute. Okay, ein paar Leute lachen. Ich krieg wieder eine Backpfeife hier. Kann auch umgekehrt sein. Ne? Ja. Also könnte auch eine Frau am Steuer sein. Also das klarstellen. Kann übrigens auch ein Elektromotorrad oder ein gut motorisierter Elektromotorroller auch. Und in dieser Kategorie fällt er auch. Wir haben vorhin gehört, dass die 125er-Klasse ist, also die Einsteiger-Motorräder sozusagen. Papi kann mit dem 1.84, wenn er davor seinen Führerschein gemacht hat. Ja, ich gehöre zu der Gruppe, ich weiß, ich darf da, obwohl ich einen Motorradführerschein habe, reicht dann vielleicht sogar der Pkw-Führerschein aus. Also kann man den vielleicht auch in einer Version herabdrosseln? Das müsste doch elektronisch möglich sein. Elektronisch ist das möglich, das ändert aber nichts an der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und deswegen lässt der Gesetzgeber das nicht zu. Wobei unser Bestreben ja auch in der Tat nicht ist, bei 45 Kilometern stehen zu bleiben, weil das kennen wir ja, 45 Kilometer bin ich immer noch irgendwo das Verkehrshindernis, werde von den Autos geschnitten. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke. Das E-Rocket ist zwar Motorrad, aber eigentlich ist es ein krasses Fahrrad. Und die Autoindustrie hat einen tollen Job getan vom Marketing, uns 125 Jahre lang einzureden, wenn der Porsche kommt, fahr rechts ran. Wenn ich mit dem Ding in Hennigsdorf bei uns losfahre, nach Marzahn, dann habe ich den zweiten Cappuccino alle, bis der Porsche kommt.
Das heißt also, man ändert so ein bisschen die Strategie, die Hierarchie im Straßenverkehr. Und das schaffe ich eben mit einem schmalen, wendigen, schnellen Fahrzeug. Aber in die Zukunft gerichtet muss es emissionsfrei sein, sonst bringt uns das nichts. Dann haben wir weiter die Stinkerei am Laufen und die wollen wir, glaube ich, nicht mehr. Und hier sind ja ganz viele Leute, die dafür absolut schon stehen. Absolut, gebe ich Ihnen völlig recht. Also wer elektrisch in der Stadt unterwegs ist oder auch mit einem Zweirad, wie ich, in der Stadt unterwegs ist, der stellt sich ungern hinter so einen Zweitakter-Roller. Da sind natürlich alle, die rein elektrisch fahren, ja, eine wahre Freude. Vielleicht noch ein Wort zum Führerschein, weil du es eben zu Recht angesprochen hast. 196er Führerschein, das heißt also ab 1. Januar diesen Jahres 5x90 Minuten Theorie, 5 Fahrstunden ohne Prüfung, bekomme ich ein Kürzel in meinen Führerschein, was mich auch berechtigt, Fahrzeuge der 125er Klasse oder LE3, wie es wieder im Fachjargon heißt, zu bewegen. Das heißt, die Hürde Führerschein ist nochmal wirklich gesunken, wenn man das so will, zugunsten des Kunden. Ja, und dann nochmal eine spezielle Frage zur Technik, weil wir haben jetzt wunderbar die Emotionen gehört und Jetzt, wie lade ich dieses Fahrzeug? Ist da irgendwas herausnehmbar? Habe ich ein externes Ladegerät? Also was muss ich mich darauf einstellen? Kann ich mit dem vielleicht auch mal eine größere Tour unternehmen? Also die größere Tour ist, das bezieht sich einfach auf die Reichweite, bei 120 Kilometer beendet. Wenn ich ein bisschen cruise, komme ich auch weiter, keine Frage. Im Moment ist es noch, ich sag mal, die Laptop-Philosophie. Das heißt also Kabel ins Fahrzeug, in der Mitte Ladegerät, andere Seite Haushaltssteckdose. Wenn ich es ganz leer gefahren habe, bin ich so in 7 Stunden wieder voll. Diese berühmte Ladung, die Autos meistens kennzeichnet, von 20% bis 80% des Akkus, brauche ich so 3,5 bis 4. Natürlich muss man sagen, wir haben ein fertiges, zugelassenes, im Verkauf befindliches Fahrzeug auf der Straße, haben aber eigentlich erst 10% unserer Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Das heißt, zukünftig wird auch mal ein Ladegerät integriert sein. Da geht das technische Spiel, was ja die Elektromobilität auszeichnet, auch bei den anderen Produkten, bei Rollern, bei Autos, immer weiter voran und zwar recht zügig. Ja, weil das kommt von Motorradfahrern natürlich immer nach dem Sound als nächstes, dass du denn da so lange stehst, während die nur eine Wurst essen, musst du da noch stundenlang verharren. Ich glaube aber auch nicht, dass das so ein Fahrzeug ist, wo man sich jetzt einer Motorradtruppe unbedingt anschließen nicht würde. Wirklich. Das ist doch mehr für die City und da ist es doch schön schlank gebaut. Richtig. Und spielt seine Vorteile natürlich in der Stadt aus. Oder für den Pendler, wenn du jetzt mal weggehst vom Spaßfaktor, den haben wir genug diskutiert, mit einer Reichweite von 120 Kilometern kann ich 40, 50 Kilometer Arbeitsweg haben und kann damit auch pendeln. Genau, denn das ist ja eine Sonderregelung, die auch in Berlin gilt, dass man mit zwei Rädern, auch mit Motorrädern, also Kraftfahrzeugen, auf dem Gehweg stehen darf, sofern man nicht behindert. Also ein ideales Pendlerfahrzeug. Für meine Einschätzung einfach ein wahnsinnig tolles Teil. Ich hätte noch ein paar Verbesserungsvorschläge, weil es sieht so aus, als wenn man nicht gerade viel mitnehmen könnte, außer wenn man einen Rucksack hätte. Richtig. Und da ist bestimmt noch mal was geplant. Ja. Wenn du dir anschaust, also hinten dieser viereckige Kasten, wo das Kennzeichen ist, das ist der Motorcontroller und das silberne davor ist eine Kühlung. Dahinter kommt ja eigentlich bis zum Rücklicht nichts. Allerdings hinten am Stand das orange Fahrzeug, hat nochmal völlig andere Blinker, minimiert, kleiner, schöner. Da ist der Gedanke jetzt da, genau dort wird sich bald, spätestens zur Saison nächstes Frühjahr, ein Gepäckträger finden und ein Topcase ist auch noch in Arbeit. Deswegen ist da schon dieser Platz ausgespart, sprichst ein absolut richtiges Thema an, man will ja auch mal was mitnehmen. Ihr habt ja dem Ganzen jetzt einen sehr technischen Look verpasst. Das heißt, ihr gönnt dem Nutzer, dem Zuschauer, dem staunenden Passanten praktisch den Blick auf jede Komponente. Wenn ich aber daran denke, und ich fahre ja auch Zweirad, dass ich das putzen muss, dann hört der Spaß auf. Aber egal, wir denken mal nicht ans Putzen. Also ihr habt euch für so einen technischen Look entschieden. Im Moment ist das so und es ist eben eine Naked Bike. Natürlich merke ich jetzt so ein bisschen, wenn ich gerade jetzt ein bisschen unterwegs bin, ja, ist ganz schön frisch. Eine Verkleidung würde da die Knie noch ein bisschen auf eine andere Art und Weise schützen. Aber wir wollen ja die Leute geistig beim Fahrrad lassen. Ne? Das E-Rock wird nicht dieses Ding sein wie die Honda Goldwing, 350 Kilo Lebengewicht, Stereoanlage, Kasten Bier. Das ist nicht mehr die Art und Weise, wie Mobilität in der Zukunft laufen wird. Das müssen wir ja auch irgendwo sehen. Die Motorradwelt, die Benzingetriebene, ich weiß, das wollen die Leute nicht hören. Und nochmal, ich habe in meinem Leben alles verbrannt, was da hinten rauskommt, aber sie schafft sich gerade selber ab.
Wir brauchen alleine aus diesem Grund schon neue Mobilitätskonzepte. Auf vier Rädern, als Lastenfahrrad, als E-Rocket. Da sind wunderschöne, smarte Ingenieure im Markt, die sich Dinge einfallen lassen, weil sich die alte Welt abschafft. Ich meine, die Autoherrschaften haben es geschafft, indem sie die Kunden an der Nase rumführen mit irgendwelchen Verbrauchswerten und Tests. Das muss man auch mal ganz klar so sehen. Die Motorräder schaffen sich ab, weil sie es immer weiter übertrieben haben. Ich meine, man muss sich die Frage stellen, 26 so allgemein bekannte leistungsstarke Motorräder dürfen in Österreich nicht mehr rein. Ne, da kommt der große Schubo und sagt, hier, du kommst hier nicht rein. Und dann darfst du wieder umdrehen. Ja, also genau. Wenn das kein Warnsignal ist, dass deine Industrie gerade stirbt. Und wenn ich auf einer Motorradmesse bin, auf einer altmodischen, sage ich mal, dann stehe ich in einem großen industriellen Massengrab. Die Nummer ist durch. Ob es noch 5 Jahre dauert oder 10, ist scheißegal, aber es wird enden. Das erleben wir auch bei der Diskussion um andere Hersteller, die bekanntermaßen hubraumstarke Zweizylindermotorräder bauen, Amerikaner, die also sich das überhaupt nicht vorstellen kann und die Community dreht völlig durch. Da habt ihr natürlich einen Vorteil, weil ihr erschließt euch neue Käufergruppen. Ihr habt keine Vergangenheit, mit der ihr brechen müsst, ihr seid neu. Sehr guter Punkt. Wer sind denn jetzt diejenigen, die vor allem zu euch kommen? Also im Moment, das ist aber so ein bisschen so ein typisches Beispiel, aus dem Amerikanischen ist das einfach Disruption. Das heißt, im Moment sind das die sogenannten Early Adopter, die sagen, gib die Karre her, mein Gott, ist das Fahrgefühl geil, will ich haben. Im Moment sind es Herrschaften sicherlich oft aus technischen Berufen, Unternehmer, noch weniger die jüngere Generation, das mag einen Preisgrund haben. Ich glaube aber, wenn sich das Fahrzeug durchsetzt und insbesondere, wenn wir internationalisieren, in Europa zum Beispiel, in die zweiradstarken Länder, Frankreich, Spanien, Portugal etc., Italien, ins Valentino-Rossi-Land, eine ganz andere Welt, wie da mit Zweirädern umgegangen wird, dann glaube ich, kann es ein Produkt für die breite Masse werden, dann kann es optimiert werden. Wir planen da eine Long-Range-Version, die noch bedeutend mehr Reichweite haben will. Wir planen vielleicht auch ein Performance-Modell. Je nach Masse, Stückzahl und Produktionsmöglichkeiten mag es aber auch mal ein Modell geben, wo wir preislich die Leute überraschen. Aber da muss man ja auch sagen, da muss dem Unternehmen, also uns, die Chance gegeben werden, dass wir uns entwickeln dürfen. Die Leute sagen immer, Tesla, naja, der Kollege ist 10 Jahre alt und baut bereits weit über 1 Million Autos. Mercedes baut seit 125 Jahren Autos. Warten wir doch mal, wo Tesla in 10 Jahren ist oder wir. Ja, genau das ist es. Also du hast ja schon einen Ausblick gegeben auf weitere Varianten, Long Range oder Performance Modelle. Werden die jetzt auch weiterhin mit Pedalen angetrieben werden? Sicherlich, ne? Also, davon gehen wir mal aus, ja. Also das stelle ich mir jetzt wahnsinnig spannend vor, ein Performance Modell. Also dann überholst du ja auch nicht nur auf der Stadtautobahn, sondern auch auf größeren Strecken. Ich stelle mir vor, vielleicht bei 120 km/h kommt einer, tritt in die Pedalen und überholt mich. Also eine Vorstellung. Das heißt, ihr kippt im Moment das Weltbild von vielen, du hast ja den Ferrari-Fahrer schon angesprochen, dermaßen, dass man also wirklich von Disruption sprechen kann in dem Bereich. Also euch steht sicherlich eine große Zukunft bevor. Das ist das, was wir brauchen, weil wir haben in Deutschland, wir haben super Leute in Deutschland, wir haben super Ingenieure. Und was wir enorm drauf haben, ist, wir sind gigantisch in Dinge darin, Dinge zu verbessern. Leider Gottes sind wir bei der Mobilitätswende im Moment da angekommen, dass Verbessern nicht mehr reicht. Wir müssen verändern. Und das geht am besten mit Disruption. Brich mit den alten Denkmustern, mach irgendwas Neues und dann funktioniert die Laube. Und dann haben wir auch eine Mobilitätswende auf der Straße, auf dem Wasser, in der Luft, wo auch immer. Das soll so sein. Wir kommen dann zu der letzten Frage noch. Das heißt, so die technischen Details, die bespricht man dann am besten bei euch am Stand, weil nicht jeden das Gleiche interessiert. Das wären jetzt hier Zahlengräber und ein bisschen langweilig. Wie viele denkt ihr, dass ihr im nächsten Jahr verkaufen könntet von den Fahrzeugen? Also ich stelle mir Minimum 200 Einheiten vor, Maximum 400. Das hat so ein bisschen den Grund, im Erstproduktionsjahr stehst du, egal wie gut du vorbereitet bist, vor ganz schönen Herausforderungen. Deswegen sollte man da, wie man so schön sagt, nicht Ramp-up auf Tausende von Fahrzeugen spielen. Aber das ist so die Zielrichtung. Wir haben die ersten 100 Fahrzeuge jetzt mal Limited Edition genannt. Die wird schon ausgeliefert. Und im nächsten Jahr dürfen es gerne 400 werden. Das Interesse ist da. Man muss ja immer gucken, wie man sich internationalisiert und wie man das auf die Beine stellt. Wir haben außer den Interessenten aus Deutschland ca. 1700 Anfragen aus der ganzen Welt vorliegen.
Limited Edition klingt so ein bisschen, als wenn alle von dir persönlich unterschrieben werden. Da gibt es tatsächlich ein Zertifikat, was ich unterschreibe, und der Chief Technical Officer, der Rowan Smith, das ist ein Australier, den habe ich extra aus Australien geholt, aber die Jungs sind Speedfreaks, die können sowas. Und da gibt es tatsächlich ein Zertifikat, das hast du absolut richtig erahnt. Ja, also dann freue ich mich, dass wir hier E-Rocket hatten und Herrn Zur Wehme, der bestens darüber berichten konnte, was das Teil für einen Spaß macht im täglichen Leben. Ich bedanke mich für das Gespräch und die lebhafte Vorstellung, wünsche auf dem Stand, auf der Messe viel Erfolg und für die Zukunft auf jeden Fall auch. Ich habe zu danken, vielen Dank. Dankeschön. Alexander Sohl, Me Energy. Herzlich willkommen. Alexander, Elektroautofahrer, und ich nehme auch an, dass du elektrisch fährst. Natürlich. Duzen sich in der Regel. Ist das okay? Natürlich. Gut, also ich bin Hans. Da haben wir also auch schon etwas Besonderes. Das heißt, so die Gemeinschaft der Elektroautofahrer ist noch relativ klein. Viele kennen sich, man sieht sich bei den Veranstaltungen immer wieder. Da gehört das Du dazu. Das nur zur Erläuterung vielleicht für diejenigen, die das so noch nicht erlebt haben. Ihr habt euch etwas ausgedacht. Du hattest vorhin schon hier auf der Bühne dich vorstellen können, aber es sind sicherlich auch andere Zuschauer da. Ihr wollt Ladeinfrastruktur mobil machen. Also nach dem Motto, nicht das Auto muss zum Strom, sondern der Strom muss zum Auto. Und da möchte ich jetzt mal deine Gedanken hören, wie es dazu kam und was ihr euch vorstellt. Ja, also ich fahre schon seit 2016 mit einem i3 durch die Gegend. Inzwischen bin ich ein bisschen aufgestiegen, was die Reichweite angeht. Und ich hatte immer das Problem, dass wenn ich meine Familien besuchen will, dann war es an eher spärlich besiedelt mit Schnellladestationen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, wieso ich gedacht habe, Mensch, wieso ist es denn so? Wieso haben wir denn keine Schnellladestationen überall? Wieso muss ich denn immer planen? Und das ist auch das, was meine Freunde immer davon abgehalten hat, zu sagen, ich fahre jetzt Elektroauto oder mein nächster Wagen wird ein Elektrofahrzeug, dass ich diesen Planprozess habe und dass es noch nicht so komfortabel ist, dass ich nicht einfach einsteigen kann. Und das ist zwar eine irrationale, aber das ist eine vorhandene Angst. Und da, um diese Angst wirklich, um der entgegenzutreten, braucht man einfach Schnellladeinfrastruktur überall. Und das ist was, was sehr, sehr teuer ist für das Stromnetz, denn diese Spitzenkapazitäten überall aufzubauen, das ist was, was wir nicht leisten wollen als Gesellschaft und gemeinsam mit einer Energiewende auch vor einer großen Herausforderung stehen. Und da haben wir gesagt, Mensch, dann ist es doch viel leichter, anstatt überall ein Stromnetz hinzulegen, den Strom vor Ort zu erzeugen und so einfach das nicht mehr zu tun. Damit macht ihr euch ja aber auch angreifbar, weil ihr verbrennt ja einen fossilen Kraftstoff, auch wenn er regenerativ hergestellt wird. Naja, also das fossiler Kraftstoff war falsch. Genau. Ihr verbrennt einen Kraftstoff, gut, der regenerativ hergestellt ist. Genau. Da kommen wir sofort, Spezialisten sagen sofort, oh, Wirkungsgrad, grottig, muss das alles sein. Das heißt, ist das jetzt wirklich das Ziel für euch, flächendeckend Ladeinfrastruktur auf die Art zu erstellen? Oder wollt ihr Spitzenbedürfnisse damit erfüllen? Also wir sehen uns ganz klar als Ergänzung. Ja, also wir sind nicht diejenigen, die sagen, man braucht kein Stromnetz mehr ausbauen, sondern wir möchten an den Spitzen oder eben auch in Regionen, wo einfach das Stromnetz nicht verfügbar ist, dort möchten wir Elektromobilität ermöglichen. Und das sieht man ja gerade in Brandenburg, gibt es da einige Flecken, aber bundesweit und auch im europäischen Ausland ist das Stromnetz nicht immer so gut ausgebaut, dass ich dort Schnellladestationen errichten kann. Und das sind eben genau die Anwendungsfelder, wo wir sagen, da gehen wir rein. Und es ist eben so, dass wir mit unseren regenerativen Energieträgern auch zwei Welten so ein bisschen vereinen, und zwar die des Wasserstoffs und die des batterieelektrischen Fahrens. Denn wir nutzen eben auch einen Energieträger, der großtechnisch als Wasserstoffspeicherung eingesetzt wird. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir den Zuhörern mal erklären müssen, genau wie das funktioniert. Also ihr habt eine Brennstoffzelle. Ihr werdet also Wasserstoff, ja das Thema in Deutschland oder eines der großen Themen in Deutschland, als Energiespeicher verwenden, werdet den über eine Brennstoffzelle zu Strom erzeugen und habt einen Pufferakku dazwischen. Ergänzt das mal bitte. Genau, nicht ganz. Also wir nutzen zwar Wasserstoff, aber wir benutzen keine Brennstoffzelle, sondern einen umgebauten Motor. Denn das ist viel günstiger und hat eine größere Lebensdauer, gleichzeitig aber die gleiche Effizienz. Also das ist im Prinzip der Kern auch unserer Technologie. Wir haben über 45% Wirkungsgrad in der Umwandlung und sind somit besser und auch langlebiger als beispielsweise Mercedes-Benz mit seinen Brennstoffzellen.
Und die benutzen wir, um eben dezentral Strom zu erzeugen. Und das Ganze oder der Clou daran ist, dass wir nicht Wasserstoff in einer gasförmigen Form nehmen, sondern der ist in einem Energieträger, in einem flüssigen gespeichert. Und dieses Methanol, was eben dieser flüssige Wasserstoffspeicher ist, das kann ich erstens schon überall beziehen und zweitens kann ich das einfach auch, kann ich da auf bestehende Lieferketten zurückgreifen, denn es ist in einem Tankwagen transportierbar. Und so mache ich es möglich, eben auch effizient Energie von A nach B zu bringen und dann eben vor Ort es wieder zu verstromen und habe eben diese ganzen Probleme der Wasserstoffmobilität nicht. Ja, danke schön, interessant, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt uns also mal vorstellen, wir haben an einem Ort, der sonst schlecht erstellt ist, eins eurer großen Container dort stehen. Wie funktioniert jetzt der Ladevorgang? Wie viele Fahrzeuge können laden? Wie lange dauert es, bis der Energievorrat alle ist? Und was mache ich, wenn er alle ist? Genau, also man lädt wie mit jeder anderen Ladesäule auch. Also wir haben auch keine Verzögerung. Das heißt, man kommt an, authentifiziert sich mit Karte, mit Kreditkarte, mit Handy-App, wie es heutzutage eben auch gängig ist, steckt den Stecker ein und los geht's. Dann kann man eben mit bis zu 210 kW pro Anschluss laden. Wir bieten eben bis zu 4 Ladepunkte gleichzeitig an, das heißt, man kann eben die Leistung dann auch verteilen auf bis zu 4 Fahrzeuge. Und dann ist es möglich, 5000 Kilowattstunden an Kapazität eben in Fahrzeuge zu bringen. Wenn man jetzt annimmt, man hat irgendwie 20 Kilowattstunden für eine durchschnittliche Ladung, dann sind wir hier bei 250 Ladungen, bevor es dann eben nachgefüllt werden muss. Es ist so, dass wir immer sehen, wie der aktuelle Tankstand ist und wir stellen auch immer sicher, dass genug Flüssigkeit dort drin ist und die wird dann einfach regelmäßig entweder über große Behälter, 1000 Liter oder eben über Tankwagen. Bei größeren Fällen werden die dann eben dort zur Verfügung gestellt und werden dann einfach aufgefüllt. Innerhalb von 5 Minuten geht es dann auch wieder weiter. 250 Ladevorgänge im Durchschnitt, das ist ja so, das bringt manche schlecht platzierte Ladesäule nicht im Jahr zusammen. Aber ihr wollt natürlich an Standorten euch platzieren, wo ein hoher Durchlauf ist. Das heißt, es muss ja auch Geld verdient werden. Wie sieht denn das Geschäftsmodell jetzt aus? Wir reden aktuell ja viel von Preisen, Kilowattstundenpreise, die sich jetzt im Moment nach oben schrauben, leider Gottes. Wie sieht das dann bei euch aus? Was können wir denn da erwarten? Also bei uns ist es so, dass zum ersten Mal das Betreiben von Infrastruktur profitabel wird. Und das hört sich vielleicht so ein bisschen absurd an, aber es ist so, dass wir eben Strom günstiger erzeugen als aus dem Netz und wir haben niedrige Investitionskosten dadurch, dass wir keine Leitung legen müssen. Es ist so, dass wir normale Mittelspannungsnetz brauchen für solche Leistungen, das entfällt komplett. So habe ich eben nur eine Ladestation, die kann ich eben auch leasen. Das heißt, ich muss pro Monat nur noch eine Gebühr entrichten, muss eben nichts vorher investieren und dann bin ich ab 3 Ladungen pro Tag im grünen Bereich. Das heißt, ab dann verdiene ich einfach nur noch Geld. Aber jetzt haben wir immer noch nicht über die Preise gesprochen. Ja. Die Preise, also das legt natürlich der Betreiber fest. Ich kann nur sagen, dass wir Strom für 20 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. Was dann eben die Marge des Betreibers ist, kann ich nicht sagen. Ich persönlich finde, dass man irgendwie einen fairen Kilowattstundenpreis für eine Schnellladung zwischen 45 und 50 Cent hat. Das sehe ich als gerechtfertigt an für diese Premium- oder DC-Ladung. Alles darüber, zum Beispiel was Unity gerade abruft, finde ich eher eine Frechheit. Absolut Zustimmung von meiner Seite aus. Allerdings muss man auch sehen, wenn man auf Reisen ist, das kennt jeder, egal mit welchem Fahrzeug er unterwegs ist, die Preise sind immer sehr hoch. Das heißt, auf Reisen bezahlst du immer einen deftigen Aufschlag. Das ist jetzt beim Strom auch so geworden. Und es gibt ja keinen von uns, nehme ich mal an, der den Luxus hat, jeden Tag auf Reisen zu sein. Also jeden Tag bezahlt man nicht die hohen Preise. Ich bin ja auch Elektroautofahrer seit langer Zeit und sage, gut, das passiert dir einmal im Jahr, das passiert dir zweimal im Jahr. Einmal lädst du an einer Ladesäule, hast du nicht aufgepasst. Aber im Schnitt kennst du die Infrastruktur und der Preis mittelt sich dann wieder weg. Also wenn sich einer beschwert, dass er irgendwo mal 4,50 Euro für ein Bier bezahlt hat, und dann also den Rest des Monats zu Hause sein Bier trinkt, dann kann er sich den Durchschnittspreis ausrechnen und sich fragen, ob der Luxus unterwegs jetzt wirklich so schlimm war. Also ihr stellt, und das muss man ja mal feststellen, ihr baut Lücken zu, die es ja gerade in Brandenburg, MacPom, also in einigen der neuen Bundesländer noch zuhaufe gibt. Gibt es da schon Konkretes von euch zu berichten? Wo kommt ihr zuerst hin?
Ja, also wir haben mehrere Tankstellen, die wir jetzt elektrifizieren werden, gerade im ländlichen Bereich, die eben die Anschlussleistung nicht haben, um Schnellladung anzubieten. Und auch einige Elektrobusse werden von uns demnächst bestromt. Denn ab nächstem Jahr, glücklicherweise, werden eben auch Nutzfahrzeuge zunehmend elektrifiziert. Und das sind so die ersten großen Kunden. Das heißt, wir können in Berlin einige Stationen begutachten und auch im südlichen Brandenburg werden einige Stationen an Tankstellen aufgebaut. Hinzu kommen dann Busse in der gesamten Republik und auch einige Unternehmensflotten. Da gibt es einen großen Paketdienstleister, der dann auch demnächst unsere Ladestationen nutzen wird. Also Verbrenner-Tankstellen, das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, auch als Stichpunkt, weil das bedeutet, wenn ich mich zu Recht erinnere, dann war, als ich noch jünger war, derjenige, der ein Dieselauto hatte, das waren dann die Taxifahrer, die mussten im Regen tanken auf der Rückseite und heute sind die Dieselzapfsäulen in die Premierliga nach vorne gerückt, überdacht, beleuchtet. Das wird wahrscheinlich bei euch auch so sein. Ihr werdet erstmal einen Abstellort bekommen, wo vielleicht die Staubsauger waren bisher und dann irgendwann nach vorne rücken. Aber ihr werdet mit Sicherheit kein Mineralölkraftstoff da drin verstromen. Also nein. Das Versprechen. Nein. Ich verspreche, jede Kilowattstunde, die wir erzeugen, ist CO2-neutral. Ansonsten würde das System ja auch keinen Sinn machen. Ich kann dann vielleicht sogar beim Tankstellenbetreiber bezahlen, falls ich nicht. Das ist möglich. Das ist ein großer Fortschritt, also dass ich nicht mehr mit den Ladenkarten rumschwängeln muss oder mit Apps, sondern eine vorhandene Ladeinfrastruktur, nämlich Mineralöltankstellen, verwenden kann zum Bezahlen. Großartig, finde ich selber großartig, weil eines der Hauptargumente war immer dieser Ladekartentarif und Ladekartendschungel. Das ist, finde ich, ein Riesenfortschritt. Ich möchte noch folgende Frage stellen. Habt ihr das jetzt mit den Standardfahrzeugen alles ausprobiert? Weil ich sag's ganz offen, mit meinem Tesla konnte ich oben an der VW HPC nicht laden. Also die CEOs mögen sich, aber die Tankstelleninfrastruktur funktioniert nicht. Ich sag mal, alles, was gängig und aktuell auf dem Markt ist, funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug von vor 2015 habe, dann kann ich das nicht mehr versprechen. Aber alles, was eben aktuell auf dem Markt ist und gerade auch Tesla, weil wir ja selbst eben auch Firmenfahrzeug Tesla haben, das funktioniert reibungslos. Auch Audis, VWs, Zoes, alles Mögliche. Ihr denkt aber auch daran, dass es noch viele Elektroautofahrer gibt, die mit CHAdeMO unterwegs sind. Also ja, wir denken auch an die CHAdeMO-Fahrer, ja, bieten wir an. Ist einfach die Frage, also da wir selbst eben nicht immer als Betreiber auftreten, sondern eben der Kunde entscheidet, ist es so, dass wir einfach auf den Kunden beraten in dem, was er für Anschlüsse eben möchte und sagen dann dementsprechend oder dann wird das verbaut, was der Kunde möchte. Also es ist möglich, dass ihr Typ-2-Ladeports verbaut, dass ihr CCS und CHAdeMO verbaut und der Betreiber, der sich hinstellt, der entscheidet darüber. Ja, dann kann man nur die Daumen drücken, dass ihr vernünftig beratet. Auch Kreditkarten können bei uns auch verwendet werden, um zu laden. Also das ist im Prinzip einfach nur eine Frage, was möchte der Betreiber haben. Wir können alles anbieten und wir motivieren auch immer jeden Betreiber, die Barrieren so gering wie möglich zu halten. Wann könnt ihr dann jetzt von konkreten Aufstellplänen berichten? Also im Moment haben wir ja noch ein bisschen Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe. Wann kann ich denn erwarten, dass ihr die vorhandene Ladeinfrastruktur konkret ergänzt? Wann stehen eure Einrichtungen? Also die ersten werden im März ausgeliefert, die öffentlich nutzbar sind. Alle vorher sind im Prinzip Pilotanlagen, die wir mit geschlossenen Flotten testen. Da findet man eine im Ullsteinhaus zum Beispiel in Berlin an so einem Yelby-Hub. Da findet man eben bei uns in Wildau eine und eben an der Tankstelle in Köpenick ist demnächst eine zu sehen. Und dann eben ab März wird das Ganze dann sozusagen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und da werden dann eben auch zunehmend Tankstellen und eben auch Verkehrsbetriebe und Flotten von Transportdienstleistern elektrifiziert und dann ist auch jeder herzlich eingeladen, es auszuprobieren. Wen es vorher schon mal reizt, auch so eine Ladesäule auszuprobieren, der ist herzlich eingeladen, sich bei mir noch einen Ladegutschein abzuholen. Dann kann er gerne mal in Wildau sein Auto voll machen. Hervorragend, also Ladegutschein, Stichwort. Wenn ich jetzt mir das vorstelle, jetzt habe ich gerade einen Fahrer ein bisschen verloren und Sülz hier vor mich hin. Andersrum. Ihr habt ja das Ganze als Container aufgebaut. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also wärt ihr in der Lage, jetzt Stoßzeiten, Reisezeiten zu erfüllen?
ist geplant, einen Fundus von Geräten irgendwo aufzubauen, oder macht ihr das so wie Carsharing, dass ihr sozusagen Ladeinfrastruktur-Sharing macht, also gerade dahin transportieren, wo sie gebraucht wird? Wie muss ich mir das vorstellen? Also theoretisch ist sie jeden Tag, also kann man sie einfach auf einen LKW laden und wieder absetzen. Wir haben so ein kleines Modell auch drüben, das ist kein Thema. Gerade saisonaler Bedarf sehen wir als großer Anwendungsfall. Zum Beispiel im Sommer pilgern alle Leute an Badeseen hier in Brandenburg und im Winter in die Skigebiete. Jetzt habe ich da im Prinzip immer nur ein halbes Jahr Bedarf und so eine stromnetzgebundene Ladesäule, die Investition lohnt sich nicht. Das ist durch unsere Ladesäule anders. Events, Festivals ist gar kein Thema. Und das Schöne ist bei uns eben auch, dass man auch immer noch als Zusatz nutzen kann man dort eben den ganz normalen Strom, den man für andere Dinge braucht, auch erzeugen und so sich auch CO2-neutral autark bewegen. Ja, also bedanke ich mich sehr herzlich für die Erläuterungen und gebe mal den Tipp, mal die Richtung von Berlin Richtung Ostsee im Auge zu behalten. Das ist ja ein großes Bedürfnis, da mal hinzufahren. Da ist noch einiges im Argen. Auch dort, wo Tourismus gut funktioniert, ist man vielleicht weniger bereit, das Geschäftsmodell zu ändern. Das heißt, das läuft ja auch so, ohne dass man sich ändern muss. Also da gibt es da schon noch ein paar Baustellen. Ich persönlich fahre auch gerne an die Ostsee. Mit einem leistungsstarken, großen Akku ist es kein Problem. Aber wir wissen auch von vielen, dass sie sich unterwegs eben an den Einzelladern quälen und immer mit der Frage, funktioniert das? Und dann komme ich zur Abschlussfrage, Alexander. Sowas, was ihr hinstellt, muss zuverlässig funktionieren. Kannst du das sicher sagen? Ja, ich kann das sicher sagen. Mindestens 8 Jahre. Wunderbar. Dann bedanke ich mich, Alexander Sohl von Me Energy oder ME? Me Energy. Passt. Me Energy. Und ihr findet den Stand hier vorne. Alexander steht euch zur Verfügung. Vielen Dank, herzlichen viel Erfolg. Dank. Als nächstes haben wir jetzt auf der Bühne den Tesla-Olli. Hallo, schönen guten Tag. Achso. Olli, du kommst aus einer ganz anderen Richtung. Dein Motto ist ein bisschen vom Petrolhead zum Elektrohead. Erzähl mal. Genau. Ja, ich komme eigentlich so aus der Ära V8-Geblubber. Höher, lauter, schneller, weiter. Die Kollegen sind ja auch heute hier, die Zuffenhausener. Und irgendwann hat es bei mir mal so ein bisschen Klick gemacht. In dem Sinne, dass ich festgestellt habe, wie toll eigentlich Elektroautos sind. Und ich hatte mal das Glück, dass ich mal mitfahren durfte in so einem Tesla und mich das total fasziniert hat. War das dein Erstkontakt mit der E-Mobilität, dieses Mitfahren? Eigentlich der Zweitkontakt, weil ich einen Geschäftspartner habe, der schon ganz früh mit so einem Roadster anfing. Ich glaube, das war so bei 2010 herum. Und dann hat er sich 2013 so ein Model S geholt, also eines der ersten. Und er hatte so eine Anekdote, er kam immer eine Stunde zu spät. Das heißt, immer wenn wir irgendwo eine Veranstaltung hatten, war er eine Stunde später da, weil die Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgebaut war. Und ich dann quasi auf ihn gewartet habe. Und ja, heute ist das halt völlig anders. Heute fährt, finde ich, Tesla allen vorweg. In dem Sinne, dass sie halt die beste Ladeinfrastruktur in Europa haben. Das ist richtig. Das ist auch eine meiner großen Herzensthemen, diese wahnsinnig gut funktionierende Infrastruktur, die selbst in Flächenländern schon sehr gut ist. Wenn man sich die Karte für Deutschland anguckt, ist es faszinierend, wie viele Supercharger wir haben. Und ringsrum heißt es nach wie vor, die E-Mobilität kann gar nicht funktionieren, weil wir nicht genug Ladeinfrastruktur haben. Du kommst selber jetzt aus Neustrelitz, bist du heute von dort angekommen? Ladesäulenmittelpunkt der Welt, genau. So schlimm oder so gut? Ja, ich muss sagen, Neustrelitz macht einen guten Job. Ich habe mal mir so die Mecklenburgische Seenplatte als Ferienregion angesehen und da kann man gut Urlaub machen mit einem batterieelektrischen Fahrzeug. Und ja, Neustrelitz war mit 8 Ladestationen öffentlich der Spitzenreiter. Das klingt gut. Ich glaube, die haben auch im Tourismusmanagement ganz viel zum Thema schon getan. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir das auch in Bad Saro mit der heutigen Veranstaltung so anschubsen können. Denn Bad Saro ist ja prädestiniert dafür, die E-Mobilität herzuholen, gerade mit der Nähe zu Berlin. Ja, uns beide verbindet das Thema Tesla ganz doll.
Nicht nur ein bisschen, du bist YouTuber. Seit wie lange machst du das jetzt schon, den Kanal? Na, ich habe eigentlich angefangen mit der Auslieferung von meinem Model S. Das war Mitte April. Da habe ich so ein Auslieferungsvideo mal drüber gemacht. Und ja, das hat ganz gute Resonanzen bekommen. Und seitdem versuche ich immer so ein bis zwei Videos pro Woche zu machen. Und ja, jetzt haben wir sogar irgendwann mal Ende September 1000 Abonnenten geknackt. Das soll ja irgendwie so ein magische Meilenstein Zahl sein, ich weiß es nicht. Und ja, ich mache das aus Hobby und versuche einfach andere Menschen auch für batterieelektrische Fahrzeuge zu begeistern. Tesla Olli ist ja weit mehr als Tesla, sondern ich mache ja unheimlich viele Auto-Reviews, eigentlich so querbeet durch den Markengemüsegarten und ja, alle weiteren Themen, so ein paar Talks, zum Beispiel mit Kurt Siegel, dem Präsidenten vom Bundesverband E-Mobilität, haben wir gerade aktuell fürs T&E-Magazin einen tollen Talk gemacht zum Thema Vorreiterschaft Volkswagen oder Tesla. Ja, das ist eine ganze Menge, die du da in einer kurzen Zeit bewegt hast. 1000 Abonnenten sind tatsächlich keine kleine Anzahl. Noch dazu, weil es ja doch eine ganze Menge YouTuber gibt zu dem Thema. Von daher Glückwunsch dazu in der kurzen Zeit. Ja, ich bin auch total dankbar für meine Community, weil das einfach total Spaß macht. Ne? Ich kriege immer faire, ehrliche Kommentare und versuche da halt auch so ein bisschen da auf die Bedürfnisse halt einzugehen und einfach zu zeigen, dass Elektromobilität tatsächlich jeden Tag funktioniert und man das einfach auch jeden Tag erleben kann, wenn man es denn möchte und dafür offen ist. Eine meiner Themen ist auch immer noch, dass ich versuche, in die Köpfe zu bringen, dass man für Elektroautos gar keine extrem besondere Ladeinfrastruktur benötigt. Es sind tatsächlich sehr viele, die glauben, dass man eine Wallbox zwingend braucht. Und ich versuche mal so ein bisschen in die Städte zu bringen, dass vor allem langsames Laden überhaupt erstmal in Fläche möglich sein muss. Hast du da noch eine bestimmte persönliche Meinung dazu, was die Ladeinfrastruktur angeht? Na, ich glaube, zunächst erstmal gibt es ja mehr Steckdosen als Tankstellen, sodass man eigentlich theoretisch erstmal die Angst nehmen kann, dass man überhaupt laden kann. Letztendlich geht es vielleicht dann im täglichen Leben, im Alltag, vielleicht auch im Berufsleben darum, wie schnell kann ich laden, um in einer bestimmten Zeit von A nach B zu kommen. Und dazu brauchen wir dann vielleicht auch einphasige, zweiphasige, dreiphasige Lader mit 11 kW oder auch Hypercharger, die dann bis zu 350 kW Ladeleistung im Peak erreichen. Aber grundsätzlich kann, glaube ich, jeder erstmal laden und der durchschnittliche Deutsche, der irgendwo, glaube ich, 30, 40 Kilometer täglich pendelt, der schafft das auch mit der Schuko-Steckdose irgendwo zu Hause oder halt selbst, glaube ich, in Berlin gibt es inzwischen genug Wallboxen, wo man auch öffentlich laden kann. Genau, meine Meinung. Ich bin einmal zum Vortrag E-Mobilität auf dem Lande. Kann das überhaupt funktionieren? Die in der Stadt fragen sich, wie kann denn die E-Mobilität in der Stadt funktionieren? Das heißt, Fragen stellen sich die gleichen, nur genau andersrum. Und die Antworten sind auch immer wieder die gleichen. Es funktioniert für beide und es gibt für beide immer unterschiedliche Lösungen. Aber Strom ist grundsätzlich immer für alle da. Ja, ich glaube, da ist auch Tesla Vorreiter. Ich war ja eingeladen von Tesla hier auf dem EUREF Campus zum ersten urbanen Supercharger in Deutschland. In Amerika gibt es, glaube ich, schon zwei, in Denver und in Boston. Und jeder hat sich halt erstmal, glaube ich, so wie du auch die Frage gestellt, hä, wieso brauchen wir jetzt in Berlin einen Supercharger? Es gibt ja Beelitz und dann gibt es, glaube ich, südöstlich noch einen und dann auch in jede Himmelsrichtung verstreut, Herzsprung, Hallensleben. Man kommt ja überall mit einem Tesla batterieelektrisch hin. Aber ich finde es eigentlich richtig cool und ich glaube auch gerade bei so einer touristischen Stadt wie Berlin, wo so viele Menschen diese tolle Stadt erleben, da ist es einfach schön, wenn man halt auch schnell laden kann. Der Mix macht es. Und wenn du jetzt aus Neustrelitz gekommen bist, bist du doch heute bestimmt in Grünheide vorbeigehirscht, oder? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja so ein Geografie-Nerd. Ne? Also ich habe da irgendwie gar nicht so richtig hingeguckt, wo Grünheide ist. Ich dachte, das wäre so ein Spreewald da bei den Spreewaldgürkchen, so zwischen Berlin und Cottbus. Und dann bin ich ehrlich gesagt spontan dran vorbeigefahren und mein Kameramann Steffen sagt, ey, da ist doch die Gigafactory. Und dann habe ich quasi den Autopiloten auf Ausfahrt gesetzt und ja, habe da mal kurz angehalten. Und es ist natürlich fantastisch, was da entsteht und wie schnell das vor allem vorangeht. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Das heißt, du warst heute das erste Mal dort? Ja, also
wie gesagt, ich bin ja so ein Mensch, ich brauche irgendwo immer einen Bezugspunkt, ne? Und ich warte eigentlich mal darauf. Ich bin ja auch Mitglied im Tesla Fahrer und Freunde e.V. und finde das auch total toll, was dieser Verein tut. Und ich hoffe, dass man irgendwann auch mal so eine Besichtigung bekommt und da vielleicht mal eine Führung bekommt. Es gibt ja unheimlich viele Interessierte. Ich habe da auch jemanden getroffen, der jetzt keinen Tesla fuhr, aber sich auch für dieses Werk interessiert hat. Und ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich dann später mal ein toller Arbeitgeber, so am Rande von Berlin. Und ja, schafft halt auch Arbeitsplätze und tolle Möglichkeiten. Dann hoffe ich mal ganz dolle, dass zum Elektroerlebnistagen in Grünheide für Ende April, dass ich tatsächlich auch aufs Gelände draufkomme. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe, dass ich Tesla ins Boot bekomme. Ich drück die Daumen. Dass wir die Pilgerfahrt abschließen können mit dem Heiligtum. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob wir das hinbekommen. Ja. Ja, also ich bin einfach auch gespannt, wie Tesla sich da weiterentwickelt. Ne? Also es sollen ja, glaube ich, 500.000 Autos da jährlich gebaut werden. Und ich hoffe und wünsche sehr, dass man da halt auch so das deutsche Know-how vielleicht so ein bisschen in das Model Y und was da vielleicht noch gebaut werden soll, mit einfließen lässt. Weil was wir Deutschen ja wirklich extrem gut können, ist einfach Autos bauen. Definitiv. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass da eine Verschmelzung stattfindet von Qualitätsansprüchen und diesen wahnsinnigen Technikvorsprung, den Tesla eben bietet. Die Geschwindigkeit ist halt wirklich beeindruckend. Also ich bin jetzt in einem monatlichen Abstand dort gewesen und mit welcher Geschwindigkeit die voranschreiten bei dem Bau ist faszinierend und mich überrascht immer wieder. Und da gehörst du jetzt mit in das Boot hinein, wie weit weg das für viele noch ist, dass Grünheide zum einen um die Ecke ist. Es gibt einen schönen Vergleich, wenn man aus China oder Amerika nach Grünheide guckt, da ist Cottbus und alles, was ringsrum ist, um die Ecke. Das ist halt nicht weit weg. Das heißt, das ist ja ein riesen Aufschwung für die Region, sowohl für die hier bereits ansässigen Firmen, als auch, dass es einen großen Zuzug geben wird von Firmen, die ähnlich visionär denken und innovative Firmen haben. Also ich glaube, das ist eine ganz große Chance, die noch nicht bewusst wahrgenommen wird, nicht nur, dass das passiert, sondern dass es nächstes Jahr losgeht. Absolut. Aber ich finde, wir haben halt auch, wenn ich da nochmal den Bogen weiterspannen darf, haben wir halt generell so geile batterieelektrische Fahrzeuge inzwischen. Ich bin ja hier auch mal so über die Messe gegangen und habe mir da viele Dinge mal angeschaut. Viele durfte ich ja reviewen, ob es so ein kleiner Seat Mi-Electric ist, wo man, glaube ich, gerade so im urbanen Umfeld oder auch als Zweitwagen hervorragend batterieelektrisch fahren kann, bis hin zu einem sicherlich Performance-Modell dann mit dem Taycan, den man hier erleben kann und der auch ein richtig geiles Auto ist. Glaube ich, bietet halt der Markt inzwischen diese Vielfalt, die wir brauchen, damit wir halt generell eine Mobilitätswende erreichen können. Und ich finde das auch total toll, dass die Politik das verstanden hat, dass sie jetzt trotz Corona, was sicherlich kein gutes Werbemittel ist, aber was zumindest dafür gesorgt hat, ja, dass die BAFA ihre Förderung verdoppelt hat. Und was, glaube ich, auch, so, das erlebe ich halt in den Gesprächen mit den Autohändlern, wo ich die Autos für meine Reviews bekomme, halt dafür sorgt, dass auf einmal ein richtiges Interesse ist für Elektromobilität. Und darauf haben wir ja alle, denke ich, gewartet. Ich bin tatsächlich auch sehr überrascht, was es für einen Schub gegeben hat zum Thema Nachhaltigkeit und Umdenken, egal in welchem Richtungsbereich man uns sich da anschaut, dass es so einen großen Schub gegeben hat. Ja? Dass du das auch so wahrnimmst, macht Mut, dass es weitergeht und dass es auch in anderen Sektoren, die die E-Mobilität halt einschließen, und da ist halt die Energiewende ja auch eine Thematik, dass es mit größeren Schritten vorangeht als bis jetzt. Ja, ich würde mir einfach auch wünschen, dass der weitere Kreis sich halt schließt, ne? Wie zum Beispiel auch Gex Aerosol hat ja hier eine tolle Möglichkeit, wie man quasi, wenn man Eigenheimbesitzer ist, mit Photovoltaik die Energie vom Dach speichern kann oder auch in seinen Tesla laden kann. Also ich glaube, es sind doch total spannende Zeiten, die die Elektromobilität mit sich bringt, dass man einfach sein eigener kleiner Energieversorger werden kann, dass man die Energie, die wir sowieso durch das Sonnenlicht und Tageslicht geschenkt bekommen, dann halt auch für uns in unserem täglichen Leben halt nutzen können. Und ja, da würde ich mich einfach freuen, wenn das viele Menschen halt begeistert. Und ja, wir irgendwann auch mal durch eine Stadt fahren, wo wir halt nicht, ich komme ja vom Land und da ist immer gute Luft bei mir in der Mecklenburgischen Seenplatte, aber wenn ich zum Beispiel dann mal in Berlin bin oder in anderen großen Städten, dann merkt man erstmal, was für eine tolle Luft wir auf dem Land haben.
Und ich glaube, da können halt Elektroautos einen großen Anteil leisten, auch im Übergangsschritt vielleicht sogar Plug-in-Hybrids, dass die Luftverhältnisse sich in unseren Innenstädten schnell und deutlich verbessern können. Das ist immer das Problem, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und wenn man das gewohnt ist, dann merkt man gar nicht, dass da etwas besser sein könnte. Und man sich das auch ganz schwer vorstellen kann. Deswegen sind Veranstaltungen wie diese heute fantastisch, dass nicht nur die Menschen sich die Fahrzeuge angucken können, die in großer Zahl vertreten sind, sondern ganz wichtig nochmal der Hinweis, dass wir draußen auf der Seestraße ganz viele verschiedenste Elektroautos haben, die Probe gefahren werden können. Dass man auch wirklich ein Fahrgefühl für diese Fahrzeuge bekommt, denn E-Mobilität braucht man nicht drüber reden, das muss man fühlen. Ja, und vor allem, dass es einfach tolle Menschen gibt, wie den Michael Tobias, der, glaube ich, heute schon den ganzen Tag gelobt wird für diese geile Veranstaltung hier. Vielen Dank, Herr Tobias, dass Sie das halt ermöglichen, dass so viele Menschen halt in Berührung kommen mit dieser guten Technik, das erleben können. Und ja, dann herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ebenfalls, hat mich gefreut. Dankeschön. Begrüßen Sie einen der Vertreter von der VW-Gruppe Erkner. Können Sie sich gerne hier hinsetzen. Ja, vielen Dank. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Mike Lukowski. Ich bin der Vertriebsleiter im Audi-Zentrum in Fürstenwalde. Und wir sind hier komplett mit der ganzen Gruppe da. Also das heißt Volkswagen, Skoda und Audi. Sind insgesamt 5 Standorte, in Fürstenwalde 2, in Rüdersdorf, Strausberg, Hennigdorf. Ja. Wunderbar, Sie haben meine erste Frage schon beantwortet oder die zweite Frage. Die erste Frage wäre gewesen, fahren Sie selber elektrisch? Ja, tatsächlich. Ja, nicht. Reicht mir mal an der Stelle. Entschuldigung, okay, dass ich dazwischen hacke, weil dann biete ich nämlich das Du an. Ich bin Hans. Okay. Mike. Hans und Mike unterhalten Sie jetzt hier oben unter Elektroautofahrern, falls das nicht alle mitbekommen haben. Wir sind ja immer noch ein relativ kleiner Kreis. Wir bieten uns sehr gerne das Du an. Also Mike, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, Hans, wo sind wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei meinen Fragen. Also was habt ihr jetzt im Angebot bei euch, was elektrisch unterwegs ist? Fangen wir mal an mit den Fahrzeugen, die rein elektrisch sind. Also wir haben heute 2 Fahrzeuge hier, einmal den Audi e-tron in 2 Varianten, einmal der Sportback-Variante, das ist so ein bisschen Fließheck hinten, und die normale Standard-Variante e-tron, und wir sind Volkswagen-seitig mit dem ID.3 hier, das ist ein relativ neues Modell bei VW, voll elektrisch. Beim Skoda hat es leider nicht gereicht, die konnten das noch nicht liefern, das Fahrzeug. Das wird jetzt erst zum Ende des Jahres wahrscheinlich passieren. Ja. Aber das ist ja schon mal ein erheblicher Umbruch. Das heißt, für euch auch in einem Autohaus verkäuferisch finden jetzt ganz andere Gespräche statt, elektrische Gespräche. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also wie kommen jetzt typischerweise die Interessenten zu euch? Wonach fragen die? Also erstmal nach welchem Fahrzeug? Welches Fahrzeug hat das größte Interesse jetzt bei euch? Elektrofahrzeug natürlich. Und wie gut sind die Kunden schon informiert? Was müsst ihr alles noch sagen? Also es ist tatsächlich wirklich so, dass es innerhalb der Mitarbeiter schon eine riesige Spreizung gibt. Es gibt die Totalverweigerer, ja, die eben halt schon 30 Jahre verkaufen und sich da etwas schwer tun. Nicht durchweg, aber es gibt einige. Dann gibt es Enthusiasten, die leben das, die sind da voll auf begeistert, so wie im Übrigen auch viele Kunden. Man muss sagen, die kommen wirklich schon sehr gut vorinformiert an. Teilweise wissen sie mehr wie wir aus allen möglichen Medien. Das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Ja, aber man merkt auch auf der anderen Seite, dass auch noch viel Nachholbedarf da ist. Ja, dass viele da Vorstellungen haben, die da weit weg von der Realität sind, sagen wir so. Ja, das ist natürlich so, ja. Wir haben ja auch viele elektrische Gespräche geführt oder viele Gespräche mit Menschen. Also es ist doch so, dass im Bauch irgendwo man vielleicht der ganzen Sache noch nicht so traut. Und da kannst du argumentieren, wie du willst. Du kannst
den Menschen alle Argumente nehmen, alle Vorbehalte, alle Stammtischargumente nehmen, aber du kommst ja an den Bauch nicht ran. Und am Ende zerstörst du sie, das ist mein Eindruck, und hast trotzdem keinen gewonnen. Also wir haben ja nun, ich sag mal, in vielen Teilen der neuen Bundesländer hinkt ja Elektromobilität noch ein bisschen zurück. Das heißt, auch ihr werdet euren Anteil dazu haben, dass sich das ändert, hoffentlich. Wie sind dann eure Gespräche? Steckt ihr die Leute in die Autos, lasst die fahren oder macht ihr andere Verkaufsgespräche? Was ist euer bestes Modell? Also so ein Modell wie hier heute ist zum Beispiel ein Mittel zum Zweck. Für mich auch sehr interessant zu sehen, wie die Region sich da entwickelt oder wie die Leute hier unterwegs sind. Aber zu deiner Frage, es ist wirklich, man steckt sie ins Auto. Man muss das erleben, man muss das erfahren. So kann man den Leuten die Angst nehmen und auch die Vorbehalte, die existieren. Einfach den Leuten zeigen, dass das Auto genauso genial fährt wie ein herkömmlicher Verbrenner, dazu noch einige Vorteile bereithält, das ist das beste Mittel, meiner Meinung nach. Da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Also die Leute müssen ins Auto, die müssen Probe fahren, das Kribbeln im Bauch spüren, was ja bei Elektrofahrzeugen sich doch relativ schnell einstellt. Macht ihr jetzt sehr viele Probefahrten? Habt ihr heute auch reichlich Probefahrten angeboten? Wie läuft das bei euch? Habt ihr Fahrzeuge da, wo man sagen kann, lass uns mal eine Runde drehen? Ja, sicherlich. Es ist grundsätzlich immer so, wenn neue Fahrzeuge kommen, müssen natürlich auch Fahrzeuge da sein. Und da achtet zum einen schon der Hersteller drauf, dass da was im Showroom steht. Das beißt sich natürlich so ein bisschen, weil wir wollen die Dinger ja nicht verwalten, sondern die Autos sollen auf die Straße und sollen vermarktet werden. Aber es ist wirklich so, dass man so ein Auto da haben muss und das haben wir auch. Aufgrund von Corona war es jetzt teilweise schwierig, weil die Hersteller natürlich auch nicht liefern konnten, Zulieferer eben nicht lieferfähig waren. Dadurch ist es etwas schwieriger aktuell, aber das wird sich wieder normalisieren und dann werden die Fahrzeuge auch vor Ort da sein. Wenn ich jetzt mal an den VW ID.3 denke, viele haben ja gesagt, ja endlich kommt Volkswagen und wir haben lange darauf gewartet. Die Erwartungen sind sehr hoch. Es gab ein paar Probleme, aber am Ende fährt das Fahrzeug ganz toll. Was ist denn jetzt der typische Interessent vom VW ID.3? Ist das jetzt schon Stammkunde bei VW oder wildert ihr jetzt auch in fremden Gewässern? Wie muss ich mir das vorstellen? Wen zieht dieses Fahrzeug an und kommt zu euch? Also das können wir noch nicht mal so richtig genau beantworten. Es sind Kunden, die ja, Stammkunden waren oder noch sind, sage ich mal, mit herkömmlichen Verbrennern. Es sind Leute, die wir noch nie gesehen haben, die einfach elektrisch unterwegs sind und einfach schauen, was gibt es jetzt. Überwiegend, was mich erstaunt hat, auch ältere Leute. Ja, da finde ich es unwahrscheinlich, wie hoch das Interesse da ist. Hätte ich jetzt so persönlich nicht erwartet. Ich dachte, okay, die sind so eher die sagen, wir sind immer Verbrenner gefahren, wir fahren jetzt bis Lebensende noch einen Verbrenner. Das finde ich toll. Also es ist wirklich eine komplett breite Bandbreite, wo die Leute herkommen. Kann man gar nicht so genau sagen. Wunderbar. Wenn ich mir jetzt den VW ID.3 anschaue, dann so von der Seite, dann sage ich mir, ja, er hat schon etwas ungewöhnliche Proportionen. Also die Fronthaube ist deutlich kürzer geworden. Man spürt eben auch, dass das Konzept dieses Fahrzeugs von Ursprung an ein Elektroauto war. Man kann den frei gewordenen Platz verwenden, indem man die Frontscheibe nach vorne rückt und somit mehr Platz für den Innenraum schafft. So, ich glaube, das habe ich jetzt von Prospekt irgendwo mal abgelesen. Empfinden die Kunden, die zu euch kommen, dieses Raumgefühl auch? Stören die sich am Design oder finden die das toll? Wie erlebten die das? Ja, also überwiegend haben wir jetzt wirklich positive Stimmen gehört. Man hat wirklich auch öfters gehört, gerade beim ID.3, dass es wirklich erstaunlich ist, wie groß der im Innenraum ist, zu vergleichbaren Fahrzeugen in der Größe. Also unterm Strich bis jetzt nur positiv. Trotz der, die du schon angesprochen hast, Probleme, die es am Anfang gab, ist die Nachfrage und das Interesse sehr groß, glücklicherweise.
Ja, steckt VW hinter. Wir sehen jetzt auch abends, wenn wir Fernsehen sehen, immer mehr Werbung für Elektrofahrzeuge und VW ist natürlich auch dabei. Das schafft schon eine positive Stimmung. Wir haben ja jetzt Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge im letzten Monat. Also der Anteil der Elektrofahrzeuge war, glaube ich, bei 14%. Und jetzt kommt VW ja noch dazu, muss man sagen. Da ist ja letzten Monat noch gar nicht so viel in Betrieb gegangen. Wie seht ihr denn bei euch im Autohaus jetzt die nähere Entwicklung? Ich sag mal so bis ins nächste Jahr hinein. Na, es ist auf jeden Fall erstmal eine Riesenchance, weil man natürlich von null, also bei uns jedenfalls, ist es ja wirklich das erste reine elektrische und bei Audi mit dem e-tron ja schon ein bisschen länger, aber es ist quasi Stunde null gerade. Man kann jetzt komplett durchstarten und die Zahlen werden natürlich auch dementsprechend sich entwickeln, weil man hier einen komplett neuen Markt quasi an die Hand bekommen hat, wo ich schon Riesenpotenzial und Chancen auch sehe. Ja, zum e-tron möchte ich gleich nochmal kommen, aber nochmal eine Frage jetzt. VW hat ja jetzt bei dem ID.3 die First Edition verkauft. Jetzt kann man also Bestelloptionen auch wählen, die vorher so ein bisschen zusammengehörten. Wie lange ist denn jetzt die Lieferzeit? Wenn jetzt jemand kommt bei euch bestellt, wie lange muss er warten, bis sein Auto vor der Tür steht? Kriegt er es noch dieses Jahr oder nicht mehr? Also dieses Jahr wird eng. Wird eng. Gut, dann können wir zum e-tron rübergehen. Sehr gerne. Audi hat mit dem e-tron ja etwas geschaffen, wo man sagt, tja, muss das denn so eine Riesenkarre sein? Auf der anderen Seite natürlich sagen andere, wenn wir natürlich Fahrzeuge mit einem hohen CO2-Verbrauch, also große SUVs, Kombis, wie auch immer, elektrifizieren, gewinnen wir ja viel mehr. Wir müssten zeitgleich 2 oder 3 Kleinwagen verkaufen, um die CO2 zu erreichen. Also für den Flottenwert von VW, Audi eine sehr gute Option, auch wird dort Geld verdient. Das Fahrzeug ist natürlich sehr emotional und sportstark. Erzähl uns mal was von dem Fahrzeug. Was erzählen die Kunden dazu? Ja, das ist natürlich, haben wir uns am Anfang auch gefragt, warum man mit dem Q-Modell eingestiegen ist oder mit dem SUV. Aber es ist natürlich auch beim Premium-Hersteller ist einfach so, dass der Markt der SUVs in den letzten Jahren der interessanteste war. Natürlich auch naheliegend, dass der Hersteller dann schaut, okay, wenn das ein interessanter Markt ist, warum sollen wir da nicht ein Elektroauto bauen? Weil diese normalen Fahrzeuge, sage ich mal in Anführungsstrichen, sind ja doch schon einige Hersteller unterwegs gewesen und das ist halt doch so ein bisschen Mondlandschaft, sage ich mal, gewesen und damit sicherlich die Entscheidung, so ein Fahrzeug zu bauen, eine sportliche Herausforderung, aber man hat ja gesehen, dass das Auto angenommen wird und dass es auch ein tolles Auto am Ende geworden ist. Also ich denke, da haben die alles richtig gemacht. Audi plant ja weitere Elektrofahrzeuge zu bauen. Jetzt, wenn man jetzt nochmal bei dem Audi e-tron bleibt, wir sehen da gerade im Hintergrund auch auf der Leinwand fährt er. Ihr habt ja die Bilder zur Verfügung gestellt. Nun wird ja dem Audi e-tron nachgesagt, dass er doch für ein Elektrofahrzeug einen relativ hohen Verbrauch hat. Glaubst du, dass die Tester damit nicht vernünftig umgehen, dass sie vielleicht ein bisschen dem Spaß nachgeben, dem Spaßpedal auf der rechten Seite? Wie kommt das? Weil man immer sagt, deutsche Ingenieurkunst wird so hoch gelobt und da kommt da an diesen Ami irgendwie nicht so ganz ran. Wie siehst du das, Mike? Also ich denke, na klar, sehen wir ja auch bei unserem Probefahrtfahrzeug. Die Leute probieren natürlich aus und fahren dementsprechend auch. Dann hast du natürlich keinen Regelverbrauch wie jemand, der so ein Auto privat oder geschäftlich bewegt, ohne Frage. Der Verbrauch ist sicherlich etwas höher. Jetzt bin ich kein Ingenieur und kann jetzt nicht sagen, woran es genau liegt, ob es an der Größe hängt, an dem Fahrzeug an sich, an dem Gewicht, wie auch immer. Das ist natürlich sicherlich ein Fahrzeug, was schon mehr Verdrängung hat wie ein sportliches Fahrzeug oder ein kleines Fahrzeug. Aber ich denke, da wird sich auch in Zukunft sehr viel entwickeln. Und dafür haben auch die Ingenieure an anderen Stellen bewiesen, dass deutsche Ingenieure was drauf haben, ob das jetzt die Ladetechnik ist oder die Ladesysteme oder die Batterie. Das sind ja wirklich Sachen, da sind ja auch Top-Highlights verbaut oder entwickelt worden. Ja.
Wie ist denn jetzt bei euch der Anteil der Elektrofahrzeuge, wenn ihr Audi verkauft, also in dem Segment Audi e-tron? Marginal, ist, wächst das? Wie hoch ist das ungefähr? Also es wächst stetig. Auch wie du schon gesagt hast, haben wir natürlich tolle Aussichten fürs kommende Jahr oder Ende des Jahres. Wir freuen uns total auf den e-tron GT. Das ist ein Fahrzeug ähnlich wie der Taycan von Porsche, ein sehr sportliches Fahrzeug, wo wir viele Interessenten schon haben, was natürlich jetzt auch nicht das Auto für die breite Masse ist, aber Audi ist ja auch eine sehr sportliche Marke. Wir haben viele Kunden, die mit sportlichen Modellen unterwegs sind und die natürlich auch mittlerweile schauen, Mensch, 8-Zylinder werden nicht mehr gebaut, 10, 12-Zylinder schon lange nicht mehr, 6-Zylinder, naja, okay, es geht noch gerade so, aber wenn da ein 4-Zylinder oder ein 3-Zylinder als Sportwagen verbaut wird, ich glaube, dann ist der eine oder andere nicht mehr so begeistert. Aber mit diesem Fahrzeug ist auch für die Kunden eine Alternative da, dann zu sagen, okay, dann fahre ich halt sportlich elektrisch. Auf jeden Fall interessant und dann natürlich im nächsten Jahr der Q4. Das wird sicherlich ein Auto sein, der ja, die breitere Masse bewegen kann und da freuen wir uns natürlich auch riesig drauf. Ja, du hast jetzt die Kunden mehrfach gesagt beim Audi e-tron. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, was sind denn die Kunden bei dem Audi e-tron? Wie muss ich mir das vorstellen? Für wen ist das Auto interessant? Wer kauft das denn? Also die Kunden hast du nur gesagt. Ja. Ja, also das ist wirklich unterschiedlich. Also wir haben vom Lehrer, ja, der ja, im Umfeld die Infrastruktur hat und sagt, ich probiere das einfach, bis hin zu Businesskunden, Gewerbekunden, die sagen, ja, Zweitwagen, aber auch natürlich Leute, die einfach das Leben ja, nachhaltig unterwegs sind, wie man so schön sagt, und neue Technik, neue Technologien leben und lieben. Das sind die Kunden, die so eine Autos fahren. Ja. Das ist interessant, weil das bedeutet ja eigentlich auch, dass es eine sehr breite Käuferschicht ist. Und ich habe schon befürchtet, dass die Art des Aufbaus oder auch vielleicht auch der Preis bei dem Fahrzeug da vielleicht doch schon stark selektieren würden. Kommen wir mal zu den Betriebskosten. Also wir haben darüber noch gar nicht gesprochen heute hier bei Elektrofahrzeugen. Uns wird immer gesagt, Elektroautos wären so teuer. Und ich sage immer, am Kaufpreis endet es ja nicht, das beginnt dann ja erst. Kann man mal abschätzen, wie man jetzt mal zwei Fahrzeuge, also den e-tron Audi und den VW ID.3 über, ich sag mal, vielleicht 100.000 Kilometer, 4 Jahre, 6 Jahre bewegen kann? Bei welcher tatsächlichen Kilometerkosten inklusive Wertverlust kann man da jetzt kalkulieren? Gute Frage, kann ich dir nicht beantworten, weil uns da einfach die Erfahrungswerte schlichtweg fehlen. Man vergleicht das so untereinander mal, beim e-tron zum Beispiel gibt es Vergleiche zum Q7, aber das ist alles noch sehr weit hergeholt, weil die Fahrzeuge noch nicht so lange unterwegs sind und man noch nicht so eine richtige Kostenübersicht hat. Aber wenn ihr die selten in der Werkstatt seht, dann hat der Kunde schon was gespart. Auf jeden Fall. So, und wenn man jetzt bei anderen Autos das nimmt, da vorne steht so ein rotes Fahrzeug eines amerikanischen Herstellers, sehr sportlich. Also ich habe aus eigener Erfahrung, jetzt möchte ich den Namen gerade nicht nennen, das ist deine Show hier, ein TCO, also ein Gesamtkosten 100.000 Kilometer, 4 Jahre, von 70 Cent pro Kilometer rausgefahren. Und da ich Kaufmann bin, kann man mir die Zahl abnehmen. Ich hatte gehofft, dass ich bei 50 Cent lande. Leute, 50 Cent, das ist ein Golf GTI, also darf man gar nicht vergleichen, aber wenn man mal über die Zahlen redet. Nun ist doch 70 Cent geworden, weil der sich nicht so gut verkaufen ließ. Tesla hat, der amerikanische Hersteller, hat ein neues Modell in den Markt geworfen. So, ich gehe jetzt. Ja, und damit war der alte im Preis gesunken. Aber ich meine, dass ihr, wenn ihr einen Audi e-tron vernünftig baut und den VW ID.3, auch deutliche Kostenersparnisse einfahren könnt gegenüber Vergleichsfahrzeugen. Ihr müsst doch irgendwie argumentieren bei Gewerbekunden, bei Flottenkunden. Da geht es doch um Kosten. Was sagt ihr da?
Ja, man kann das sicherlich hochrechnen. Das ist natürlich auch klar, die Werkstattkosten sind natürlich geringer. Dementsprechend auch die Pakete, die man dort anbietet, Servicepakete, Wartungspakete. Das ist natürlich für den Gewerbekunden auch auf den ersten Blick schon sichtbar. Wenn er, ich sag mal, jetzt bleiben wir bei Beispiel Q7, dann sieht er natürlich sofort, was er an monatlichen Kosten gegenüber seinem Vorgängermodell spart. Ja, das logischerweise Baugruppen fehlen bei dem Fahrzeug, Motorgetriebe, die so ständige Wartungsintervalle haben. Das macht unterm Strich schon was aus. Dann kommt natürlich auch dazu, wie bewegt er sich selber? Welche Ladestruktur hat er? Hat er eine Möglichkeit, selber zu laden mit vielleicht selbst erzeugtem Strom? Das sind ja alles Sachen, die da letztendlich dann unterm Strich auch dazukommen. Also ich glaube, das ist schwierig, das so einzeln, sag ich mal, runterzurechnen, aber das, was momentan angeboten wird an Ausstattungspaketen, Wartungspaketen und Reparaturen, ist schon ein deutlicher Unterschied zu einem herkömmlichen Verbrenner. Mike, du hast gesagt, du bist kein Techniker, deswegen ich versuche trotzdem mal eine Frage. Wie siehst du das denn? Wird es bei VW, bei Audi auch mal die Möglichkeit geben, Software-Updates over the air zu starten? Oder muss man weiter in die Werkstatt? Werdet ihr ein eigenes Betriebssystem schaffen, sodass ihr auch die, die weiteren Steuergeräte direkt ansprechen könnt? Was ist da jetzt aktuell abzusehen? Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Wir sind bei Audi jetzt seit letzter Woche so weit, dass die Kunden schon bestimmte Details selber buchen können, Ausstattung, Funktionen. Das gilt natürlich auch für die Werkstatt, dass man sich dort Updates, Einstellungen, dass sowas dann online passiert und der Kunde nicht mehr in die Werkstatt muss. Das wird sicherlich kommen. Bei Computern ist das schon längst so. Mike, vielen Dank, dass du dich für das Gespräch zur Verfügung gestellt hast. Ihr findet Mike hinten in der Erkner-Gruppe, dort mit dem großen VW- und Audi-Symbolen. Mike, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg. Sehr gerne. Danke, Hans, und noch einen schönen Nachmittag. Danke. Ich begrüße Firma Sitka Lotster. Vor mir sitzt Krämer. Du fährst elektrisch? Auf jeden Fall, warum nicht? Darf ich dir auch das Du anbieten? Sehr gern, Jonas. Okay, und ich bin Hans nochmal? Jonas. Jonas. Jonas, du hast hier ein außergewöhnliches Fahrzeug mitgebracht. Es ist vierrädrig, es ist leicht, es ist windgeschützt. Erzähl uns mal, was habt ihr vor? Warum baut ihr sowas? Also der Lotster ist rechtlich gesehen ein Fahrrad. Das ist die wesentlichste Information, ein die Fahrrad. Man wissen muss. Ein Fahrrad. Es darf auf dem Radweg fahren. Führerscheinfrei, versicherungsfrei, zulassungsfrei. Moment. Das muss man langsam mal wiederholen. Das ist ein Fahrrad. Okay, nehme ich jetzt mal hin. Das ist versicherungsfrei. Wunderbar. Ich darf auf dem Radweg fahren. Na, große Klasse. Also, hey, das sind doch... Das sagst du einfach so schnell runter. Also ihr habt da was völlig Neues generiert. So, und jetzt, wenn die grinsen natürlich da, das machen die immer, wenn die elektrisch fahren, das machen die extra. Ja. Ne? Also klar. Aber was kann dieses Fahrzeug? Wofür habt ihr das konzipiert? Konzipiert haben wir es für die innerstädtische, ich sag mal, Logistik und für die innerstädtische Fortbewegung. Das Ziel war es zu sagen, naja, warum brauchen wir überhaupt ein Auto innerstädtisch? Ich stehe im Stau, ich muss einen Parkplatz suchen. Es nervt mich nur einfach damit, innerstädtisch unterwegs zu sein. Aber ich möchte nicht auf meinen Komfort verzichten. Ich möchte gucken, dass ich trocken nach Hause komme oder meine Sachen ausgeliefert bekomme oder zum Kunden fahren. Ich möchte nicht lange vor irgendeinem anderen Auto stehen und die 5., 6. Ampelphase erst über die Kreuzung drüber kommen müssen. Und da haben wir gesagt, warum verbinden wir das nicht? Warum schaffen wir nicht ein Fahrzeug, was den Komfort eines Autos widerspiegeln kann, mit schöner Federung, einem schönen Lenkrad? Also wir haben keinen klassischen Fahrradlenker, sondern ein schönes Autolenkrad. Und mit einem Wetterschutz in Verbindung mit den Vorteilen, was ein Fahrrad hat. Wer begeistert sich denn für dieses Fahrzeug vor allem? Alle, würde ich jetzt mal einfach so frech behaupten. Wir haben, ich sag mal, kundenseitig
größere Unternehmen, Transgourmet zum Beispiel, ist ein großer Essenslieferant, der damit innerstädtisch von Mikrodepots ausliefert, hin zu, ich sag mal, Privatpersonen oder auch den kleinen Knirpsen, die bei uns dann immer auf den Schoß der Mutter oder des Vaters hier über den Platz fahren, weil es einfach begeistert, weil es einfach ein ganz anderes Fahrgefühl ist. Man kann es nicht mit dem Auto vergleichen, man kann es nicht mit dem Fahrrad vergleichen, es ist halt einfach besonders und einzigartig. Es ist ein Loadster, das haben wir verstanden. Jetzt sehen wir da also ein Personenfahrzeug mit einer Ladefläche. Ich nehme mal aus, dass ihr auch andere Konzepte habt. Aber sicher doch. Es fängt damit an, dass wir auch Modelle haben, wo wir sagen, naja, braucht man überhaupt ein Dach? Lastenräder, wir kennen die Zahlen dazu. Es werden im Moment mehr Lastenräder als Elektroautos verkauft. Auch das medial kaum wahrgenommen. Und warum dann auch das Dach als Einsteigermodell, einfach die Möglichkeit zu haben, einfach mal eine Palette im Werkshof zu transportieren. Da mit einer deutlich größeren Ladefläche, als wir das jetzt bei dem Modell, was wir dort haben. Und das Ganze natürlich zu sagen, naja, wenn ich wettergeschützt bin, sollte vielleicht die Ware auch wettergeschützt sein. Machen wir eine Box hinten drauf, eine kleine oder eine große Box, und dann ist auch meine Ware wettergeschützt. Aber es ist ein Fahrrad, das heißt, wenn ich richtig verstehe, dann darf eine Elektrounterstützung bei sein, bis 250 Watt, bis 25 km/h. Wie verträgt sich dann das jetzt mit mehreren Personen oder mit einer hohen Last? Komme ich dann da noch vom Fleck? Dadurch, dass der Gesetzgeber vorschreibt 250 Watt Nenndauerleistung, heißt das nicht, dass das System nicht gerade beim Anfahren oder bei Bergen die Maximallast abrufen darf. Okay. Wir haben bei uns einen Motor drin, wo wir Maximallast 1300 Watt haben, dementsprechend deutlich stärker sind mit einem Motor mit 100 Newtonmeter ausgestattet, was dann einfach genug Power einfach auf die Straße bringt. Also ich habe jetzt was Neues gelernt. Die 250 Watt sind nicht die Maximalleistung beim Pedelec oder beim Fahrrad, sondern Systemleistung. Leute, also es hat sich gelohnt, hierher zu kommen, und ich hoffe, dass die jetzt gerade zuhören, das auch so sehen. 1300 Watt, damit komme ich doch schon relativ schnell vom Fleck. Ganz schmal ist er ja nicht, kann er ja nicht, weil er vier Räder hat. Wenn ich mir jetzt dafür interessiere, gibt es schon einen Verkaufspreis oder seid ihr noch nicht am Markt? Wir sind am Markt, wir haben in Berlin Marzahn-Lichtenberg, ich sag frech mal, unser Zaun ist noch Lichtenberg, die Halle schon Marzahn, haben wir eine Produktionshalle, knapp 800 Quadratmeter groß, wo die Serienproduktion gerade stattfindet, wo wir so, ich sag mal, im Maximaldurchlauf 4 bis 6 Fahrzeuge pro Tag produzieren können. Also es ist nicht irgendeine schöne Vision, die man sich da angucken kann und mal der x-te Prototyp, sondern es ist ein Produkt, was man erwerben kann, was es am Markt gibt. Wir haben verschiedene Handelspartner bundesweit sitzen, wo man auch bundesweit Probefahrten mitmachen kann. Und vom Verkaufspreis her starten wir bei 6.900 Euro netto und damit natürlich auch gute Alternative zu Elektroautos oder auch zu anderen Cargo-Bikes, dem das natürlich die laufenden Kosten im Vergleich zu einem Elektroauto deutlich geringer sind. In der Preisklasse liegen ja auch die großen Lastenfahrräder durchaus. Also da kriegt man nach meinem Gefühl doch ein bisschen mehr Wert bei euch, wenn ich es mir so anschaue. Wie muss ich mir das jetzt mit dem Laden vorstellen? Habe ich entnehmbare Akkus, die ich oben laden kann, oder brauche ich ein sehr langes Kabel? Die Akkus sind abnehmbar, können ganz normal mit dem Schlüssel rein, Schloss aufschließen, Akku rausnehmen und wie ein Handy an einer ganz normalen Steckdose laden. Ganz sind einfach. Das denn die Akkus, die man aus den Pedelecs kennt, die man so an einer der Stangen am Fahrrad montiert hat, oder habt ihr da größere Versionen? Wie weit kann ich denn damit kommen, wenn ich das normal in der Stadt bewege? Also wir haben natürlich größere Batterien, einfach auch, weil das Fahrzeug für einen ganz, ganz anderen Einsatzzweck konzipiert und gebaut wurde. Wir liegen hier nicht im Privatbereich, sondern eher im wirklich Heavy-Duty- und Cargo-Bereich, also wirklich Transport. Damit fährt der Angestellte von irgendeinem Flottenmanager durch die Stadt, der null Respekt vor dem Fahrzeug hat oder vor dem Wert dieses Fahrzeugs. Und dementsprechend muss das Fahrzeug samt Batterien das aushalten. Unsere Batterien haben 800 Wattstunden auf dem 48-Volt-System, heißt 16,6 Ampere. Ladezeit mit dem Schnellladerät sind wir bei 2 Stunden, mit dem normalen Ladegerät bei 4 Stunden. Ausliefern tun wir mit 2 Batterien und jede Batterie hat eine Reichweite von 30 Kilometern. Kann ich mit dem Gefährt mich auch ein bisschen sportlich bewegen oder muss ich Angst haben, dass der umkippt? Weil man sitzt ja relativ hoch, Ladung ist hoch.
Eigentlich nicht, nein. Also es ist so konzipiert, dass wir sämtliche Szenarien versucht haben abzudecken. Natürlich, wenn ich eine Box habe und unten ganz viele leere Kartons hin tue und oben die Kartons, die 200 Kilo wiegen, rein tue, dann habe ich einfach so einen hohen Schwerpunkt, dass es wirklich, man kennt es von LKWs, man kennt es von Transportern, ist der Schwerpunkt zu hoch, kann das Auto noch so gut konzipiert sein, dann kippt man einfach um. Selbiges bei uns. Wir haben sehr sportliche Fahrten auch schon gehabt. Wir hatten vor 6 Wochen 24-Stunden-Rennen, wo wir mit teilgenommen haben, wo es dann wirklich um jede Millisekunde ging. Wir haben in unserer Kategorie Platz 1, Platz 2 belegt, aber das nur am Rande. Und dort haben wirklich die Fahrer mal gezeigt, wie sehr man so einen Roadster quälen kann, und es ist alles gut gegangen. Du hast so ein bisschen die Verbindung zum Pkw vorhin angesprochen, also es soll ein Fahrrad sein mit dem Komfort eines Pkws. So glaube ich, kann ich das jetzt zitieren. Welche Komfortfunktionen bietet denn dieses Fahrzeug, der Roadster? Also das eine ist ein stufenlos verstellbarer Sitz. Wir alle kennen das, wir setzen uns in ein Auto, greifen zwischen die Beine an eine Stange, schieben es in die richtige Position, lassen es los, tun unsere Füße auf die Pedale, gucken uns das Lenkrad an, drehen Schlüssel um, fahren los. Selbiges im Wesentlichen hier, ich setze mich rein, habe auch meine Stange, stelle die richtig ein, mache das System an, gebe noch eine PIN ein, das ist dann so der Vergleich zum Schlüssel, nicht ganz, man dreht was um, sondern man muss was eintippen, guck mir das Lenkrad an und sag, okay, und jetzt kann ich losfahren. Ich habe keine große Eingewöhnungsphase, wie es bei normalen Cargo Rikes 2- oder 3-rädrig habe, wo ich mit dem Lenker so komisch sitze und gucke, wie muss ich das denn jetzt steuern. Das andere ist, dass wir eine Vollfederung haben. Vorne haben wir eine Blattfederung installiert, hinten eine Einzelradaufhängung mit Vollfederung, sodass ich auch, wenn ich über Schotter fahre, wenn ich über eine Bordsteinkante oder Co. fahre, nicht sofort das Gefühl haben muss, oh Gott, ist meine Ware, sind meine Sachen hinten kaputt, sondern nein, ich kann sicher sein, da passiert nichts. Und natürlich den angesprochenen Wetterschutz. Ich fahre ja auch gelegentlich Fahrrad, und einer der Höllenängste eines Fahrradfahrers ist immer der Reifenplatte. Jetzt haben wir da nicht nur zwei, sondern wir 4 Möglichkeiten, sich einen Platten einzufahren. Habt ihr da Vollgummi oder besonders geschützte Reifen? Wie ist es überhaupt ein Thema, oder rede ich mir jetzt hier nur was ein? Also natürlich kann, wie beim Auto, Reifen platzen oder auch beim Fahrrad. Das kommt natürlich darauf an, wenn ich durch Scherben fahre und die sind total dick, ja, okay, dann passiert es. Wir haben bei uns auf der dicken Mantel gesetzt, Schwalbe Marathon Plus, heißt, eine Reißzwecke kann ich reinstecken, ohne dass was passiert. Alles, was natürlich größer ist als eine Reißzwecke, irgendwann ist dann halt auch da Ende. Vollgummireifen haben wir uns bewusst gegen entschieden, weil das auch sehr, sehr viele Nachteile bringt. Gerade bei dem Einsatzzweck, den wir haben, durch die Querkräfte wirkt halt sehr, sehr viel Druck auf die Karkasse der Reifen, und bei Vollgummireifen würden die dann von der Felge abspringen. Des Weiteren, und das ist das Schöne, was wir bei uns haben, habe ich beim Fahrrad einen Platten, muss ich erstmal den ganzen Reifen rausmachen, muss das irgendwie abmontieren. Wenn es noch hinten ist, habe ich noch Bremse, Gangschaltung und dran. Bei uns setzt man einfach mit einem 19er Maulschlüssel an, einmal die abgemacht, komplette Rad abgezogen, könnte dann genauso ein neues Rad wieder draufsetzen oder kurz wechseln, ohne dass ich an irgendwie Antriebsgestänge oder an Bremsen oder irgendwas dran muss. Das sieht mir nach einer wohl überlegten Konstruktion aus. Wenn ich jetzt mal überlege, gibt es das auch so als eine Mutti-Version, die ihre Kinder transportiert? Also der Kindertransporten, das muss man dazu wissen, ist gesetzlich erst seit dem 14.02. diesen Jahres tatsächlich erlaubt. Alles, was davor war, war eine gesetzliche Grauzone. Deutschland hat es nicht geregelt, auf EU-Ebene wird es sehr schwammig geregelt, sodass wir gesagt haben, naja, wir lassen mal die Finger davon. Wir wissen, dass die Straßenverkehrszulassungsordnung gerade in Überarbeitung ist, nicht, dass da was kommt, und wir haben in die falsche Richtung entwickelt. Dementsprechend haben wir jetzt die Finger davon gelassen, jetzt ist es gesetzlich erlaubt und jetzt werden wir es auch angehen. Ich kann nur noch nicht sagen, wann wir es fertig haben. Und du hast jetzt von deiner Produktionsstätte gesprochen, Jonas. Wie sehen jetzt eure Erwartungen fürs nächste Jahr aus? Also die Fahrradbranche und gerade der Cargo-Bike-Bereich ist seit Jahren ein stark wachsender Markt. Wir liegen letztes Jahr bei über 28.000 verkauften elektrischen Cargo-Bikes, und damit meine ich noch nicht mal normale Cargo-Bikes, da liegen wir bei über 54.000 verkaufte Einheiten. Und der Markt
Und gerade Corona hat uns das gezeigt, der Markt hat deutlich mehr Potenzial. Wir haben im August die Schwelle erreicht von den Verkaufszahlen, die wir letztes Jahr haben. Der Cargo-Bike-Markt wird gerade hin zum Jahresanfang und zum Jahresende nochmal sehr, sehr stark. Also wir haben ein bisschen, ich sag mal, Wachstumsschwellen mit drin, sodass wir davon ausgehen, auch der Zentrale Industrieverband Fahrrad davon ausgeht, dass wir dieses Jahr wieder ein Marktwachstum von mindestens mal 20-30% bei den Cargo-Bikes erreichen werden. Und auch darauf haben wir unsere Produktion ausgelegt. Wir sind in der Lage, mehrere tausend Stück zu produzieren und dafür sind wir gewappnet und da freuen wir uns drauf. Das klingt hervorragend und bedeutet natürlich auch eine Entlastung der Stadt oder der Städte um Abgase, um Straßenlärm und sicherlich auch Platzgewinn dafür. Jonas, noch eine letzte Frage. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt noch in Berlin wohnen würde, wo ich es tatsächlich gewohnt hätte, darf ich das Teil auf der Straße stehen lassen? Na, es gibt ja mehrere Aspekte, wo ich es hinstellen kann. Der Gesetzgeber da auch wieder schreibt mehrere Sachen vor. Ich darf ein Fahrrad auf dem Gehweg parken, wenn ich den Gehweg nicht blockiere. Was heißt das übersetzt? Ich kann mich mit dem Lotzer auf dem Gehweg hinstellen und wenn ich weiß, okay, da kommt die Mutti mit ihrem Kinderwagen noch durch und die ältere Dame mit ihrem Rollator kommt da auch noch durch, alles safe. Ich darf mich aber genauso auf dem Autoparkplatz stellen und in Parkzonen stellen, wo entweder Parktickets nötig sind oder eine Parkscheibe nötig ist. Da sollte man nur dran denken, das Parkticket und die Parkscheibe auch tatsächlich zu holen, weil der größte Irrtum ist zu sagen, na, ich habe ja kein Kennzeichen, kann mir nichts passieren. Nee, da sind die Ordnungsämter so, dass sie es am besten dann direkt mitnehmen. Es kann abgeschleppt werden, ne? Vier Leute, vier Ecken, es ist weg. Ganz so einfach ist es dann auch nicht, aber grundsätzlich natürlich, wie ich ein Auto abschleppen kann, kann ich auch einen Roadster abschleppen. Wir haben gewisse Sicherheitsmechanismen drin, dass sowas eben nicht so einfach, ich sag mal, von den Nachbarn gegenüber passieren kann, aber wo ein Wille, da ein Weg. Jonas, ich danke dir sehr für das Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast und auch die Neuigkeiten, jedenfalls für mich. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Kein Problem. Und ich wünsche dir und euch viel Erfolg für die nächste Zeit, für die Entwicklung und für die Verkaufszahlen. Und natürlich heute viel Spaß und Erfolg noch auf dieser Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Kommt gerne vorbei. Er steht da hinten. Man kann Probe fahren. Haben zwei Kollegen dabei, die gerne helfen, Fragen beantworten, Einweisungen geben. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann gleich nochmal bei uns. Sehr gerne. Das war Jonas von Sitka Loadster. Da fährt er in der Mitte wieder rum. Ich glaube, es gibt eine Schlange. Jonas, vielen Dank dafür. Kein Problem, ich danke. Wir haben schon den nächsten Gesprächspartner. Es geht hier ohne Pause weiter. Und zwar haben wir jetzt die Müller-Gruppe, Hyundai und Ford als Gesprächspartner. Hören die mich? Hyundai, Ford, da kommt er schon, ja. Hallo, guten Tag. Ja, wir haben jetzt hier, ich sehe auf dem Schild, Frank steht drauf, Seroka ist der Nachname, ja. Und meine erste Frage ist immer, fahren Sie elektrisch? Ja oder nein? Persönlich noch nicht, nein. Dann bleiben wir beim Sie, da bin ich konsequent. Elektroautofahrer duzen sich, die anderen möchte ich gerne siezen und ich hoffe, wenn wir uns im nächsten Jahr oder woanders wiedersehen, dass wir dann zum Du überspringen können. Aber das soll jetzt an der Sympathie auch nichts ändern. Unbedingt. Nur um konsequent zu bleiben. Also, Frank Seroka, Herr Seroka, Sie präsentieren den Ausstellern, den Zuschauern heute hier was? Also wir sind mit ganz tollen Hyundai-Modellen da, also speziell Hyundai. Wir sind Ford Hyundai Müller. Bin mit drei verschiedenen Elektrovarianten hier. Hyundai Kona, Hyundai Ioniq. Und ja, Hyundai gibt es schon seit 4 Jahren elektrisch und wir sind da sehr gut aufgestellt. Ja klar, Hyundai Ioniq genießt ja einen legendären Ruf, er war ja sehr schnell, also der Effizienzweltmeister möchte ich es mal so sagen. Und jetzt habt ihr natürlich den Fahrzeugen, also Kona und dem Ioniq, größere Akkus spendiert. Wie groß sind die jetzt? Wie kann man damit jetzt fahren? Was ist aktuell? Also bei dem Kona gibt es zwei Varianten. Einmal mit 136 PS. Der hat eine Reichweite von 330 Kilometer, genauso wie der Ioniq. Und dann gibt es den Kona noch ganz groß mit 204 PS, 64 kW und 484 Kilometer mittlerweile Reichweite. Kann man die bei euch Probe fahren heute?
Jederzeit, gerne und immer willkommen. Also, wenn man sich am Stand meldet, dann organisiert ihr das. Wunderbar. Ich habe bei den anderen Autoherstellern auch gefragt, was sind denn jetzt die typischen Käuferschichten? Wer kommt denn zu euch? Sind das Stammkunden? Sind das neue Kunden? Sind sie schon gut informiert oder müsst ihr da noch Basisarbeit leisten? Erzähl was darüber. Also, wie das so ist, diese in drei Kategorien aufzuteilen. Einmal die alles wissen, teilweise natürlich auch mehr schon wie wir, die sich vorher ganz viel im Internet belesen haben und die wissen genau, was sie wollen. Dann gibt es natürlich die absoluten Zweifler, die Elektrogegner, die gibt es natürlich auch. Die müssen wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten und dann einfach die Neugierigen. Fakt ist, jeder, der bei uns auch hinkommt, ob es mal ein Werkstatttermin ist, auch ein Benziner oder für was auch immer ein Räderwechsel, wir sagen hier, komm, nimm die Schlüssel für deinen Termin, fahr elektrisch, mach die Erfahrung damit, weil das muss man erlebt haben, um dann die Freude auch dran zu haben. Wow, das war jetzt schon sehr viel, um für mich da einzuhaken. Ich möchte mal einen Aspekt jetzt rausgreifen. Es gibt ja Lieferzeiten, die durchaus anwachsen, also über Monate. Wo liegt ihr da so? 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate? Was? Also Hyundai ist da auch sehr gut aufgestellt. Die haben die Produktion auch noch gerade für den großen Kona jetzt, weil die Nachfrage sehr hoch war, nach Europa verlegt, in die Tschechei. Also von daher teilweise, also man kann bis zu 3 Monate rechnen. Jetzt kommt das neue Facelift 2021. Da kann es natürlich gerade aktuell ein bisschen länger dauern. Aber ansonsten, seit der Energiegeschichte, seit der Prämie, hat Hyundai auch vorgesorgt. Und wir haben teilweise Lieferzeiten damals von 6 bis 8 Wochen gehabt. Dann standen die auf dem Hof. Wenn ihr jetzt doch so gut aufgestellt seid, also hervorragende Fahrzeuge, effiziente Fahrzeuge, Lieferzeiten, die durchaus normal sind, sage ich mal, auch wenn man ein Verbrennerauto herstellt oder bestellt. Warum macht ihr euch noch die Mühe, mit Zweiflern überhaupt zu reden? Ihr müsst doch nur die abarbeiten, die sagen, ja, ich will. Nein, also das deutsche liebstes Kind sein Auto und viele haben natürlich auch, was ja auch in Ordnung ist, noch das alte System, Benziner. Es ist vielleicht auch nicht für jeden eine Elektromobilität interessant, muss man auch dazu sagen, man muss schon ein bisschen gucken, man muss den Kunden heute anders fragen. Damals war es, wie viele Kilometer fährst du im Jahr? 20, 25, okay, du kriegst einen Diesel, jetzt mal ganz grob. Heute fragt man, wie viel fährst du im Monat, wie viel fährst du in der Woche? Hast du deine 50 Kilometer am Tag, kommst du mit so einem Kona locker eine Woche hin, einmal auftanken, Strom. Das ist halt einfach, man muss die Leute auch erstmal dran gewöhnen. Ja? Einige Automarken errichten ja bei ihren Autohäusern Schnellladestationen, einfach auch, um dem Kunden das Gefühl zu geben, wenn du mal schnell Strom brauchst, dann kommst du zu uns, wir sind ja nicht so weit weg. Habt ihr sowas auch? Wir haben noch keine öffentliche, sind aber dabei, die sind in Planung und wir haben natürlich Ladestationen, aber erstmal nur intern, aber die sind in Planung. Intern höre ich immer sehr ungern. Leute, ich fahre auch mit dem Elektroauto, da müsst ihr mal ein bisschen dran arbeiten. Also ganz bestimmt, ihr, wir sind dabei. Und eure Kunden würden euch diese Fragen nicht stellen, wenn sie beispielsweise bei Renault, bei VW woanders laden könnten, dann hättet ihr das Thema schon weg und dann wisst ihr genau, wenn ihr das im Gegenzug auch anbietet, dann ist das so. Also die Autohersteller sollten sich nach meiner Einschätzung alle mal ein bisschen bemühen, das Thema auch nach vorne zu bringen, weil in der Gesamtheit profitieren alle davon. Und da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Es haben sich ja, ob durch Corona oder durch Einsicht, das werden wir noch sehen, die Verkaufsanteile für Elektrofahrzeuge im letzten Monat gigantisch entwickelt. Wir hatten vorher 3,7% übers Jahr. Jetzt haben wir im letzten Monat 14% reine, also batterieelektrische Fahrzeuge in der Zulassungszahlen. Profitiert ihr im gleichen Maße davon? Könnt ihr das nachvollziehen? Oder seid ihr sogar noch besser? Also ich könnt es auf jeden Fall nachvollziehen, gerade mit der neuen Innovationsprämie und dann noch der Mehrwertsteuersenkung ist es bei uns sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, ich sage kein Geheimnis, Hyundai hat preisgegeben, auch in den Medien, der Juli 2020 war der erfolgreichste Monat in der Geschichte von Hyundai Deutschland und wir merken es auch heute noch. Es ist ein wenig abgeebbt, aber das liegt dann an uns, den Kunden dann das weiter, die Elektromobilität, die dort heranzuführen.
Erfreuliche Entwicklung. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, es kommt jemand ins Autohaus und sagt, ja, okay, wir sind uns einig, ich kaufe mir einen Kona elektrisch, 64 Kilowattstunden Akku. Wie läuft das mit der Kaufprämie? Und das ist auch meine Frage. Lasst ihr den Kunden alles alleine machen? Helft ihr dabei? Stellt ihr vielleicht sogar für ihn den Antrag oder füllt ihn aus, sodass die Kaufpreisprämie, also Hersteller seid ihr ja verpflichtet, aber eben auch von der BAFA, dass die wirklich fließt? Ich frage deswegen, weil es gibt eine Veröffentlichung, dass im letzten Jahr oder bis zum letzten Jahr 10% der gestellten Anträge gescheitert sind. Das sind jetzt nur noch 5%. Aber warum scheitern überhaupt welche? Also grundsätzlich lassen wir den Kunden damit nicht allein, aber er soll es erstmal selber machen. Er bekommt von uns alle notwendigen, also die BAFA-konforme Rechnung mit dem Herstelleranteil, den Kaufvertrag, gegebenenfalls die Kopie von der Zulassung oder Zulassung. Wir sagen ihm, was er machen sollte. Sollte er Probleme haben, kann er sich auch gerne bei uns an uns wenden. Wer von der Verwaltung, gerade bei der Menge, die wir haben, dort das auch noch mitzumachen, ein bisschen schwierig. Ja, mit den Zulassungen, wir hatten auch mal das Problem, zum Beispiel einmal Kunden, ein Ioniq Facelift, und dann war bei der BAFA dieses FL, die kam da überhaupt nicht mit klar. Wir mussten ihn dann auch nochmal, da haben wir ihn auch unterstützt, nochmal neue Sachen hingestellt, und 4 Wochen später bekam ich von ihm auch die E-Mail, ich habe die Förderung jetzt bekommen. Aber ich denke mal, es wird gerade, dauert es aktuell einige Wochen aufgrund der Masse, aber ja, es geht auch relativ einfach. Du hast ja vorhin die Leistung der Fahrzeuge angesprochen, 150 PS und 204 PS, so waren es, glaube ich. Jetzt bin ich schon wieder beim Du, obwohl er nicht elektrisch fährt. Also, aber meine Freundin fährt auch also, elektrisch, also das passt schon. Also, ich meine, man muss das immer ein bisschen relativieren, und jetzt frage ich da auch nach Ihrer Erfahrung. Elektro-PS sind ja nicht gleichzusetzen mit Verbrenner-PS. Irgendwie läuft das anders. Und das sieht man eben auch, wenn die Leute bei einer Probefahrt aus dem Auto ausgestiegen sind. Können Sie das nachvollziehen? Unbedingt. Gibt nichts Schöneres, deswegen selber die Erfahrung gemacht, deswegen sagen wir den Kunden, hier probier es aus. Sie haben halt keine Kupplung, sie haben halt keine Getriebe mehr, da ist sofort die kompletten Newtonmeter auf der Straße. Also es ist schon Rennmaschinen, elektrisch zu fahren. Danach wird es interessant, einfach diese Challenge mit dem Auto, mit der Rekuperation, wie viele Kilometer gewinne ich. Also es ist ein Erlebnis. Elektro muss man erleben. Elektro muss man erleben, den Satz unterstreiche ich sofort, jederzeit, und setze 3 Ausrufezeichen dahinter. Das elektrische Grinsen, das ist das Stichwort, auf was ich hinaus wollte, das eigentlich jeden befällt, der das erste Mal in einem Elektrofahrzeug selber unterwegs gewesen ist. Es gibt auch nichts Schöneres für einen Verkäufer, als diesen Gesichtsausdruck zu sehen. Im Grunde müsste doch nach jeder Probefahrt ein Kaufvertrag folgen. Schön wäre es, so ist es leider noch nicht, aber genau ist es wirklich so. Deswegen machen wir das auch. Selber die Erfahrung gemacht und einfach diesen Enthusiasmus auch den Kunden dazu bieten, und sie sollen es ausprobieren, wirklich. Ich hatte auch heute auf dem Stand einen Kunden, haben sie schon mal Elektro, ja kurz, unabhängig von mir, ich sage, machen Sie es, fahren Sie elektrisch, probieren Sie das aus. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl, und ich denke mal, dann auch die Zweifler damit wieder zu gewinnen. Ja. Wir sind ja im ländlichen Raum, und damit werden die meisten Kunden einen eigenen Stellplatz, eine eigene Garage, ein eigenes Haus haben. Das heißt, Laden über Nacht dürfte gar kein Thema sein. Wenn man sich damit beschäftigt, wird man vielleicht über eine Ladebox drüber nachdenken, aber vielleicht machen noch viele erstmal nur ihre Kraftstromdose frei oder ihre Haushaltssteckdose. Wenn das aber doch schon gute Voraussetzungen sind, warum zögern immer noch andere Kunden bei Ihnen mit dem Kauf eines E-Autos? Die Gründe sind wahrscheinlich vielfältig, die muss man individuell erfragen. Also der Hauptargument, dass wir versuchen, den Kunden natürlich zu nehmen, ist einmal diese Reichweite. Man muss halt die Frage stellen, naja, wenn ich nach Bayern fahre, dann reichen auch die 480 Kilometer mit. Wenn man den Kunden, nicht jeder, aber wenn man den Kunden dann fragt, wie oft fahren sie nach Bayern, ja, ich besuche meine Tochter vielleicht alle 2-3 Jahre mal. Man muss es natürlich in Relation natürlich sehen. Man muss den Kunden wirklich gezielt fragen, was sind seine Bedürfnisse, wie viel fährt er, wofür braucht er das Auto. Ne? Eine Problematik ist ja immer noch ein bisschen, viele fragen nach dem Anhänger, die Zuglast. Da gibt es, denke ich mal, so wo ich mich auch mit den Kollegen unterhalten habe, bei vielen noch ein bisschen Nachholbedarf. Hyundai hatte auch was in Arbeit.
Man muss den Kunden halt individuell abholen. Wo ist er und was möchte er? Ja, das ist natürlich auch für viele völlig unverständlich, warum Elektrofahrzeuge am Anfang praktisch keine Hängelasten bekommen haben und auch jetzt noch sehr zögerlich, weil die kräftigsten Lokomotiven sind dieselelektrisch angetrieben, also ein Elektroantrieb an sich ist sehr robust. Warum soll man denn also bei einem PKW nicht eine Anhängelast zumuten? Also das verstehen viele nicht. Dann wird immer argumentiert mit Bauarten, da kommt man hinten nicht ran, das ist nicht so konzipiert. Also finde ich persönlich selber irgendwie albern und würde und freue mich auch darauf, dass jetzt Größenordnung von Fahrzeugen auf den Markt kommen, die tatsächlich eine zulässige Anhängelast haben, die das auch den Namen, auch den Begriff würdig ist. Wir wissen ja von Ministerpräsident Kretschmer, dass er mal schnell eine Tonne Kies abholen wollte aus dem Baumarkt. Sie kennen die Story? Also Ministerpräsident Kretschmer in Baden-Württemberg gehört ja zur Partei Die Grünen und viele haben jetzt ein Problem mit ihm, weil er da so eine Sprüche loslässt und weil er eben auch sagt, na, das mit dem Elektro, da müssen wir noch ein bisschen Zeit geben, das wird so schnell nichts. Und da sind wir wieder bei Ihnen, beim Experten. Wie sehen Sie das? Wann werden wir denn so weit sein, dass wir über die Besonderheiten eines Elektroantriebs nicht mehr in Größenordnung reden müssen? Okay, meine persönliche Meinung ist einfach, ich komme jetzt aus Strausberg, aus dem ländlichen Bereich, wie hier ja auch. Da gibt es momentan 10 Ladestationen, okay, viele Eigenheime, aber wenn ich mir dann auch den Kunden, auch Taxifahrer aus Berlin dann höre, und ich weiß nicht den aktuellen Stand, so wie es meine, irgendwo 550 Ladestationen für eine Millionenstadt, da muss einfach die Infrastruktur, die müssen halt Ladestationen bauen, damit die Kunden einfach auch sicher sind, selbst wenn sie in der Stadt sind oder mal unterwegs sind, dass sie einfach das Gefühl haben, mir kann da ja vielleicht irgendwie halt nichts mehr passieren, meine Stromversorgung ist, ja, da ist für gesorgt. Wir machen ja Berlin gerade ein bisschen neidisch, also jetzt hier in Bad Saarow bin ich nicht zu Hause, aber nach dieser Veranstaltung, der Bürgermeister hat gesagt, hier muss man noch was tun, es gibt Gemeinden, die rüsten auf, wenn wir jetzt die Anzahl der Ladestationen pro zugelassenen PKW oder pro Bewohner nehmen, da gibt es durchaus einige, die also die Ladestationendichte von Berlin durchaus toppen. Die werden sich da schon bemühen. Das soll immer nicht unsere Baustelle jetzt sein. Also ein Kunde, der bei Ihnen einen Hyundai Kona kauft, selbst mit einer kleineren Batterie oder einem Ioniq, kann ja ohne Probleme nach Berlin und zurückfahren. Auf jeden Fall, klar. Von den Kilometern natürlich, klar. Dann kommen wir schon mal auch zu meiner letzten Frage. Wie sehen Sie jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber Sie haben ja davon gesprochen, dass so bei Ihnen nicht alle Verkäufer jetzt so unbedingt Elektroauto-Freunde sind. Sie haben es anders umschrieben. Aber wie gehen Sie denn mit denen im nächsten Jahr um? Wo wollen Sie als Autohaus im nächsten Jahr stehen? Das ist die konkrete Frage. Naja, wenn ich jetzt speziell für Hyundai reden kann, es sind viele, Hyundai hat eine Elektromobilität in eine sogenannte Submarke gegeben, diese Ioniq. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren gibt es 3 neue Ioniqs, den 5, 6. Der nächste kommt, es wird ein etwas größerer SUV. Also Hyundai tut da viel. Und wir müssen einfach dem Kunden immer wieder einfach nur zeigen, Empfehlung, wenn es für den Einzelnen im Speziellen nicht interessant ist, dass er einfach aber diese vielleicht Erfahrung macht und halt dann doch dem anderen die Empfehlung gibt und anders kann es nicht funktionieren. Ausprobieren und empfehlen. Nach der letzten Frage kommt manchmal noch die berühmte, wirklich letzte Frage, die will ich jetzt hiermit stellen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, so einen Stammtisch einzurichten für Ihre Kunden, wo Sie einen Abend im Autohaus widmen, nur für Elektromobilität? Also sozusagen die letzte aller Fragen noch klären? Dazu kommen wir gerne hinzu. Wollte ich gerade sagen, persönlich nein, hört sich sehr interessant an, wirklich interessant an, weil es macht Sinn, auch von außen, wie hier jetzt auch verschiedene Aufsteller, welche Möglichkeiten vom Laden habe ich und sowas, uns selber weiter schlau zu machen und natürlich auch den Neugierigen sein Wissen zu stellen. Herr Sirica, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg noch auf dieser Ausstellung, die jetzt langsam schon zu Ende geht. Ich hoffe, es hat Ihnen Impulse gebracht und wir sehen uns irgendwann wieder. Und ich möchte Ihnen dann gern das Du anbieten. Danke, gerne. Schönes Wochenende. Herr Sirica.
So, dann haben wir den nächsten Gesprächsgast, das ist Govex. Ja, morgen. Hallo, moin. Ja, moin, moin. Schwätzer, ja? Moin, so moin ist ja. Schwätzer. Stellen Sie sich kurz vor und fahren Sie elektrisch. Genau, also mein Name ist Christopher Adam. Ich arbeite für die Firma Govex und fahre mittlerweile eigentlich größtenteils mit der Bahn oder mit elektrischen Zweirädern. Christopher, ich biete das du an, weil du elektrisch fährst. Gerne. Ich wiederhole den Spruch nicht nochmal, warum das bei Elektroautofahrern oder bei Elektrofahrern so ist. Ihr seid heute hier als Aussteller. Erzähl ein bisschen, was kann man bei euch sehen? Genau, also wir haben in unserem Programm elektrische Zweiräder, fängt an bei einem kleinen Tretroller mit 20 km/h, geht hin bis zur großen Elektroschwalbe, die 90 km/h fährt. Und da haben wir einen bunten Mix hier, den man auch gerne Probe fahren darf. Haben schon reichlich Leute bei euch Probefahrten gemacht heute? Ja doch, also wir haben eine ganz gute Frequenz aktuell. Ihr habt ja das Fahrzeug konzipiert wie die Schwalbe, ihr nennt das auch so. Genau. Wer interessiert sich denn für die Schwalbe? Da ist wirklich eine ganz große Interessentenschicht. Also man merkt natürlich ganz klar in Ostdeutschland, wo die Schwalbe früher auch gebaut wurde und vertrieben wurde, aber natürlich auch vor allem die großen Städte, sei es jetzt München, Stuttgart, Frankfurt, dort wo halt wirklich viel Verkehr ist und man gerne wenig Parkraumbedarf hat. Okay, das gilt ja für alle Zweiräder, auch elektrische Zweiräder, aber was macht die Schwalbe jetzt so besonders? Die Schwalbe ist natürlich einmal das Design, wirklich sehr besonders, dann auch die Sicherheit. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Firmen, die schon ein ABS anbieten, auch für kleine 45 km/h Fahrzeuge. Und natürlich der Bosch-Motor, den wir nutzen, ist mit einer der stärksten auf dem Markt, hat auch schon den Testsieger beim ADAC gewonnen. Ja. Wir haben heute was Neues gelernt über Dauerleistung, Systemleistung und so weiter. Wie ist dieses Fahrzeug positioniert am Markt? Also was kann der? Genau, also wenn wir von der großen Schwalbe sprechen, der 90 km/h Version, die hat eine Nenndauerleistung, also 30 Minuten Durchschnittsleistung von 4 kW, aber eine kurzzeitige Spitzenleistung von 8 kW. Das ist eine Besonderheit, die es bei Elektrofahrzeugen allen Ortes gibt. Es gibt zwei Leistungswerte. Einen, der steht im Fahrzeugschein und bei Zweirädern wird die Fahrzeugklasse darüber definiert, ob er noch in der 125er-Klasse ist oder 11 kW-Klasse. Und wir haben das natürlich auch bei PKWs, auch im Fahrzeugschein, eine Nennleistung. Zum Beispiel bei dem Hersteller dieses amerikanischen Autos steht vielleicht 67 kW Nennleistung drin. Und er bringt dann also bis zum Dreifachen, Vierfachen, Fünffachen. Das ist also bei euch auch so. Hat das einen Vorteil jetzt für die Zulassung, für die Preisgestaltung, Steuer- oder Versicherungsprämie? Warum macht man sowas? Nein, also direkte Vorteile hat das für uns nicht. Es ist einfach wichtig, wir spielen zum Beispiel die gesetzlichen Grenzen nicht voll aus. Wir könnten ja auch sagen, wir machen eine Nenndauerleistung von 11 kW und kurzfristig 30 kW, damit man den noch mit dem 125er-Schein fahren darf. Mhm. Aber wir sind da noch deutlich drunter. Es ist halt einfach technisch bedingt, man kann halt die Leistung kurzfristig höher schrauben, das ist bei der Beschleunigung immer sehr wichtig und schön, aber eben nicht auf lange Sicht. Ist denn jetzt bei euren Fahrzeugen es möglich, dass man den Akku entnimmt, dass man ihn in der Wohnung auflädt oder auf der Arbeitsstelle, oder brauche ich ein langes Kabel? Genau, das hängt etwas vom Fahrzeug ab, also bei der Schwalbe haben wir aktuell wirklich ein Ladekabel und fest verbaute Akkus. Wir haben aber auch den anderen Roller, den Flex, da kann man den Akku rausnehmen, genauso wie bei unserem Elmoto Loop. Das ist eins der leichtesten Fahrzeuge mit auf dem Markt und da kann man die auch wunderbar in die Wohnung mitnehmen und aufladen. Da ist also ein Henkel dran, ich kann den rausnehmen und dann lade ich ihn oben auf, habe ein externes Ladegerät, das genau. Ich da mitnehme. Das wird viele begeistern. Das heißt, ihr konzipiert die Fahrzeuge für die Stadt überwiegend, ne? Ja, also mit einer unserer Kernpunkte ist einfach eine nachhaltige Mobilität. Natürlich vor allem für die Städte, ist auch einer der Gründe, warum die Fahrzeuge bei uns regional in Europa noch gefertigt werden. Also wir importieren keine aus Asien, sondern wir wollen wirklich eine Fertigung in Europa und faire Löhne gewährleisten. Ihr werdet die Fahrzeuge wahrscheinlich eher einem jüngeren Publikum anbieten oder andersrum gesagt, das jüngere Publikum wird sich wohl vorwiegend dafür interessieren. Kann man das so sagen?
Gar nicht. Also insbesondere zum Beispiel bei der Schwalbe, finde ich, haben wir auch durchaus ein gehobenes Alter, die sich das Fahrzeug sehr für interessieren und anschauen und auch anschaffen. Bietet ihr denn mit den Fahrzeugen der Generation iPhone irgendwas Besonderes? Ja, also es gibt natürlich eine App, die man nutzen kann, dass man sich mit dem Fahrzeug verbinden kann und einfach nochmal die Fahrdaten auslesen kann, Akkuzustand und so weiter. Das ist ja mittlerweile Standard. Also das haben wir auch. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will mal eine etwas weitere Fahrt machen, gibt es ein stärkeres Ladegerät? Ist irgendwas in Planung? Aktuell noch nicht. Okay. Wie würdet ihr jetzt eure Entwicklung sehen? Sind weitere Fahrzeuge in der Entwicklung oder Fortentwicklung der bestehenden Fahrzeuge? Was können wir demnächst erwarten? Genau, also sowohl als auch. Es werden natürlich neue Modelle kommen, zu denen ich jetzt noch nicht wirklich viel sagen kann und will. Aber die bestehenden werden natürlich auch weiter Updates erhalten, werden weiter verbessert, dass man da vielleicht auch in Zukunft noch ein paar mehr Spielereien hat und ein paar mehr Features, die auch einige wirklich vermissen. Aber darüber willst du noch gar nichts verraten, wenn du sagst Features, irgendein Stichwort mal? Ja. Nee, sollte ich gerade lieber nicht. Okay. Ja, das macht uns natürlich jetzt den Mund wässrig, nicht? Also klar, aber ihr bleibt bei zwei Rädern. Ja, also das ist ja unser Kernpunkt, einmal die zwei Räder wirklich zum Fahren, aber auch sehr viel halt für Lieferflotten. Also wir haben ja wirklich Cargo-Zweiräder, die für Dominos und so weiter genutzt werden. Das ist ja mit unser Kerngebiet. Wo seht ihr denn die Zukunft für euch und für Elektro-Zweiräder überhaupt? Sehr gut, vor allem im innerstädtischen Bereich. Weil wir sehen es in Berlin-Mitte, wenn man einen Parkplatz kriegt, zahlt man 21 Euro für einen Tag Parkgebühren. Da machen Autos immer weniger Sinn. Und da ist auch die Entwicklung wirklich Richtung Zweiräder. Wenn ich mit Kommunen oder Vertretern spreche, Bürgermeister oder andere Einrichtungen, dann wird immer gesagt, ja, also die Fahrzeuge, Verbrennerfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, macht keinen Sinn, weil die verstopfen die Straßen sowieso. Und dann kommt immer als erstes der Hinweis, man müsste den ÖPNV verbessern. Also ich höre da so ein bisschen raus, wir haben einen Wettbewerb um verschiedene Mobilitätskonzepte, nennen wir es mal Carsharing, nennen wir es Zweiradfahrzeuge, also emissionsarme, leichte Fahrzeuge oder eben auch Elektro-Pkw als solche. Was denkst du, wie wird sich der elektrische Zweiradverkehr, der Individualverkehr in der Stadt gegen die anderen genannten behaupten? Das hängt natürlich immer vom Fahrer ab. Wir sehen es ja zum Beispiel in Berlin, da ist mittlerweile auch das Emmi-Sharing im Yelbi-Projekt integriert von der BVG. Das heißt, da kann man ein Emmi-Fahrzeug mit derselben App kaufen, wie man sein BVG-Ticket kauft. Und das ist natürlich einerseits eine wichtige Zukunft. Und andere Leute, die vielleicht weiter am Stadtrand wohnen und die eine schlechtere Anbindung für einen ÖPNV haben, die werden dann auch eher sich selbst ein Fahrzeug anschaffen. Nun gibt es ja noch viele, ich gehöre ja auch dazu, die durchaus ein bisschen älter sind. Ich versuche mir immer das vorzustellen, Intermodalität, was du gerade eben angesprochen hast. Ich weiß aber auch, dass viele sich damit wahnsinnig schwer tun. Die würden also eher mit einem großen Auto, SUV oder Kombi, bis an den Stadtrand fahren und würden dann ein Zweirad abladen. Eignet sich euer Fahrzeug als Beiboot? Mit dem richtigen Auto, also wir haben ja zum Beispiel den Elmoto Loop, das hat jetzt ein Gewicht von 59 Kilo inklusive Batterien, also auf einem Heckgepäckträger von einem Wohnmobil oder auf der Anhängerkupplung von einem größeren Auto kann man das auch mitnehmen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch unseren schönen Kickroller, der halt in derselben Klasse ist wie die Lime und Bird Roller, die draußen rumfahren, den kann man dann direkt in den Kofferraum reinschmeißen. Und dann kann ich, wenn ich mir das Auto jetzt irgendwo am Stadtrand auf einem großen Parkplatz abstelle, kann ich dann einen halben Tag durch die Stadt fahren? Wie muss ich mir das vorstellen? Was habt ihr da verbaut? Wie weit komme ich? Genau, also bleiben wir mal bei dem größeren Zweirad, dem Loop mit 59 Kilo. Der hat eine recht anständige Batterie drin. Da kommen wir mit 70, 80 Kilometer Reichweite. Das Ganze mit 45 km/h Geschwindigkeit. Also damit kann man vom Stadtrand wunderbar ins Zentrum fahren und wieder zurück. Das klingt alles nach einer wunderbaren Zukunft. Wie laufen eure Verkaufszahlen? Doch, steigen jetzt, insbesondere durch die Führerschein-Neuregelung, die wir haben, dass man den 125er-Schein ab diesem Jahr deutlich einfacher bekommt.
Das merkt man natürlich vor allem im Verkauf von der schnellen Schwalbe. Und auch sonst merkt man natürlich, bedingt durch Corona, dass die Leute auch weniger im ÖPNV sitzen wollen, nochmal einen deutlichen Zuwachs. Der Schwalbe, die ja, glaube ich, seit 2 Jahren elektrisch unterwegs ist, ungefähr? Seit 3 Jahren ist er auf jeden Fall im Endkundenmarkt. Wurde ja nachgesagt, oh, wäre ja schon ganz schön teuer. Hat sich da preislich was getan oder gibt es noch eine Tendenz nach unten? Aktuell nicht, wobei ich auch zugeben muss, ich bin erst seit 3 Monaten in der Firma tätig. Die alten Preise kenne ich nicht auswendig. Okay. aber generell, natürlich langfristig wird sich das immer noch weiterentwickeln, auch in schönere Regionen. War auch ein bisschen böse gefragt. Ich wollte keine bösen Fragen eigentlich stellen. Nein, ich wollte die Überleitung bringen. Hatte gehofft, dass du das aufgreifst und sagst, ja, spaß dir alles beim Fahren wieder ein. Das ist ja nicht das so wesentlich. Das wurde schon so oft gesagt. Ich glaube, das muss man nicht normal sagen. Wie kalkuliert ihr denn jetzt, wenn jemand mit einem Haushaltsstrom oben seinen Akku lädt? Wie viel Cent oder Euro braucht er denn für 100 Kilometer? Also da liegen wir eigentlich bei knapp 1 Euro. Knapp 1 Euro. 30 Cent die Kilowattstunden, also so 3,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer? Ja, das hängt so ein bisschen vom Fahrzeug ab. Beim einen sind wir knapp drunter, beim anderen knapp drüber. Was so in der Art. 1 Euro und bequem zu Hause laden und der Akku ist immer warm. Genau. Es hört sich nach einfach fantastisch an. Aber wer sind denn eure Kunden hauptsächlich? Also wir merken sehr viele Leute, die wirklich am Stadtrand wohnen, die dann sagen, statt dem zweiten Wagen nutzen wir einfach einmal ein E2-Rad. Gibt auch viele Jüngere, die wirklich noch im Zentrum wohnen, die sagen, sie brauchen kein Auto, aber individuelle Mobilität ist ihnen wichtig. Und natürlich auch ein sehr großes Thema, zum Beispiel ganze Wohnmobilfahrer, die dann gern noch neben ihrem Haus, das sie dabei haben, auch noch ein Fahrzeug, mit dem sie mal eben schnell wohin können, dabei haben wollen. Die können das ja während der Fahrt aufladen sogar. Ne? Das müsste ja möglich sein. Ich kenne mich ja jetzt nicht aus, was so ein Wohnmobil elektrisch leistet, aber hört sich nach einem vernünftigen Modell an. Ja, okay. Kommen wir zu meiner letzten Frage, bevor dann vielleicht noch die allerletzte Frage kommt. Wo wollt ihr denn jetzt oder wie seht ihr euch denn im nächsten Jahr? Geht es nach oben? Habt ihr neue Geschäftsfelder? Dehnt ihr euch aus? Neue Produkte wolltest du uns ja nicht so verraten, aber trotz alledem, wo seid ihr im nächsten Jahr, wenn wir uns hier wiedersehen? Genau, ich hoffe einen guten Schritt weiter. Also wir entwickeln die Produkte ja auch immer weiter. Wir haben zum Beispiel in Stuttgart jetzt einen eigenen Sharing-Dienst aufgemacht. In München und Berlin fahren ja die Emmys bereits mit unseren Fahrzeugen. Jetzt haben wir einen eigenen Sharing-Dienst aufgemacht. In der Richtung bewegen wir uns deutlich weiter. Und natürlich ist unser Ziel auch, einfach mehr Produkte auf den Markt zu bringen, dass man einfach das abdecken kann, was die Leute benötigen. Okay, und nach der letzten Frage kommt dann wieder die berühmte allerletzte Frage. Was ist, was ja eigentlich nicht sein kann bei einem E-Fahrzeug, aber was ist, wenn was ist am Fahrzeug? Wo lasse ich es reparieren? Wo habt ihr Service? Also wir haben mittlerweile in 6 deutschen Städten eigene Läden, werden auch noch weitere dazukommen. Dort haben wir natürlich einen Service direkt von uns, ist gar kein Problem. Mittlerweile haben wir auch 49 Servicepartner quer durch Deutschland verteilt. Da bieten wir also ein ganz gutes Netzwerk, dass man immer einen Partner in der Nähe hat, an den man sich wenden kann. Also ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr habt vernünftige Produkte, ihr habt vernünftige Preise, ihr habt Visionen und ihr habt ein wunderbares Servicenetz. Das klingt danach, dass wir uns im nächsten Jahr wieder mit Freuden begegnen werden. Vielen Dank, Christoph, dafür das Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg und vielen Dank dafür, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Alles Gute noch für den Rest. Gut, nicht zu danken. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zum Höhepunkt dieser Veranstaltung. Wir kommen jetzt nämlich zur Verleihung des ersten Ladeport Awards. Ich habe es vorher schon gesagt, die Oscars von Bad Saarow kommen jetzt. Ich erzähle mal ganz kurz, was das ist. Also der Ladeport Award, von Tobi erfunden,
2020 wird als Anerkennung für den ambitionierten Einsatz zur Bereitstellung von regionaler und öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur verliehen. Und die Preisträger, die werden natürlich von dir, ihrem Veranstalter und Gastgeber Michael Tobias, verkündet. Tobi, bitte. Ja, danke. Ich habe so viel Ton jetzt. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Das war ein toller Tag. Vielen Dank an euch alle, an Sie alle. Ich hoffe, Sie haben dieses Grinsen im Gesicht. Ich habe es nämlich im Gesicht. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt den ersten Preis, also die erste Anerkennung, den Ladeport Award 2020 vergeben können an die... Genau, an die Schülergenossenschaft der Europaschule. Kommt doch mal bitte her. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal, diese. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja euer Projekt. Ich mach mal die gute Fee. Wer darf ihn überwinden? Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielleicht eine Sache. Ja, Strom kommt aus der Steckdose und das funktioniert auch bei Autos in der Garage. So, vielen Dank. So, nochmal einen Applaus, bitte. Bravo. So, der zweite Preisträger, und da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drüber, denn gestartet bin ich ja mit der Idee zu sagen, Mensch, wir brauchen hier in Bad Saarow viel mehr Ladepunkte in den Lade-Apps und ich freue mich, dass hier was passieren wird. Ich bitte nach vorne den Vertreter der KUR GmbH und Herrn Hühler, unseren Bürgermeister. So, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, Sie auf der Bühne zu haben. Herr Walter ist leider verhindert, aber er schickt ja charmante Vertretung und ja, Ihr Preis. Bitteschön, herzlichen Glückwunsch. Ich gebe Ihnen den jetzt einfach. Vielen Dank. Gut. Ja. So, dann kommen wir zum dritten Preisträger. Er pirscht sich langsam ran. Der dritte Preis geht an die FGM Automobil GmbH in Fürstenwalde oder an Mercedes. Und ich freue mich sehr, Herrn Christoffel begrüßen zu können. Herr Christoffel, willkommen. Tja, auch einen wunderschönen guten Abend hier beim herrlichen Sonnenuntergang in Bad Saarow. Vielen Dank für die Ehrung. Wie sind Sie jetzt auf uns gekommen? Tja, das war einstudiert jetzt, denn ihr habt ja den super Ladepark gebaut. Ihr habt den ersten Ladepark gebaut in Fürstenwalde auf euer Mercedes-Gelände. Ihr habt dort, ich glaube, 3 Schnellladestationen, 2 Normalladestationen. Ja. Ihr habt es mal richtig krachen lassen und das Schönste ist, da dürfen nicht nur Mercedes-Autos parken, ne? Nee, da kann jeder, der Strom benötigt, auch Strom bekommen. Wir haben gesagt, wenn wir Elektrofahrzeuge verkaufen, dann müssen wir den Käufern natürlich auch eine Möglichkeit geben zu tanken. Und wir haben die Chance beim Schopfe gegriffen und haben gesagt, okay, wir stellen den Antrag, wir sind jetzt fertig. Jeder, der möchte, kann zu uns kommen, freie Tankstelle. Und Sie haben genug Parkmöglichkeiten und dann kommen Sie in den Autofokus nach Fürstenwalde und Sie werden zufrieden sein. Vielen Dank. Haben Sie es gemerkt? Es gibt noch einen rhetorischen Fehler. Es sind Ladestellen, keine Tankstellen. Ah, da bin ich jetzt nicht so firm, aber egal. Ich glaube, jeder weiß, dass wir zum Fahren Energie brauchen, egal in welcher Form. Vielen Dank. So. Und von Ihr mir Preis. Kriegen Sie jetzt noch Ihren Vielen wohlverdienten Dank. Preis. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, wir haben dann noch einen kleinen Preis oder 3 Preise. Beim Tourismusverein Seeland oder Spree stand heute den ganzen Tag eine Box
Das ist diese hier. Und wir haben Lose eingesammelt und verlosen jetzt dreimal einen Tag dieses tolle Gefährt hier in Bazzaro. Das heißt, Sie können dann jeweils einen Tag mal Immobilität erleben in diesem tollen Landschaftsschutzgebiet. Und ja, Isabel. Ja, ich darf jetzt hier die Glücksfee spielen. Ich hoffe, ich bringe dem Richtigen, der Richtigen Glück. Und ich hoffe, diejenige hat richtig Lust, dieses Gefährt auszuprobieren. So, jetzt muss ich es nur noch aufkriegen. Gut. Also ich greife da jetzt vollkommen blind rein und gebe Tobi das erste Los. So, vielen Dank. Das ist ja verrückt. Wir haben die Losnummer 009, den Herrn Pascal Jahn. Ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber da steht eine Telefonnummer drauf. Herr Jahn, ich werde Sie kontaktieren und dann kriegen Sie Ihren Preis. Okay, zweites Los. Zweites Los. Ich weiß gar nicht, ob das eins ist, aber ich glaube. Ja, eins. So. Das ist die 007. Steht zwar nicht James Bond drauf, aber es steht der Name Hillmann drauf. Und, Herr oder Frau Hillmann hier noch? Ist nicht so schlimm. Es gibt eine Telefonnummer. Wir melden uns. So, dritte Losnummer. Vielleicht mal jemanden, der anwesend ist, jetzt als letztes. Wäre ja schön. Tobi? So. Oh Gott. Das ist die Sache mit dem Alter. Und du meinst es bei mir besser, ja? Na, wir versuchen es mal. Also ich würde, also das ist auf jeden Fall die Losnummer 015. Und das ist entweder eine Frau, Herr Thorn oder Thom. So, aber auch eine Telefonnummer drauf? Nee, wir haben eine Telefonnummer drauf. Ich kann sie sogar auch lesen. Na, aber Datenschutz, ne? Ja. Danke. Super. So, vielen Dank. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, bei meiner charmanten Moderatorin. Und wir haben auch was vorbereitet, Isabel. Zack, zack. Guck mal, du kriegst noch einen Strauß. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Hast du eigentlich viel mehr verdient. Ich danke dir und Ihnen. Dann vielen Dank, sehr dass gerne. Ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich bei dir. So, wir haben noch zwei weitere Sträuße. Frau Ströer, wo ist denn Frau Ströer? Annette Ströer. Da ist er. So, komm zu mir. Annette, erstmal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung heute, für die Moderation mit Tesla Olli, für deine Teilnahme, für dein Engagement im Vorfeld. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht und auch dir viel Erfolg dann für deine Veranstaltung in Grünheide im nächsten Jahr. Na, viel Kraft, ich weiß, wovon ich rede. Und alles, alles Gute. So, und jetzt gibt es noch einen Strauß und der geht, ach, ihr werdet es nicht glauben, an jemanden ganz Besonderen. An jemanden ganz Besonderen, der mir in den letzten Wochen extrem den Rücken freigehalten hat. Jana, meine Frau. Bravo. Das ist für dich. Danke, danke. So. Das war dann wohl die erste Bazzaro Elektrik. Jetzt sag ich aber noch was. Sag mal. Tobi ist jetzt schon genügend gelobt worden, aber jetzt vor allem am Beginn der Veranstaltung, da wusste ja niemand, was da so passieren wird und wie das passieren wird. Aber ich finde, und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, ich habe das jetzt einfach so empfunden, dass es sehr, sehr, sehr gelungen ist.
Und dass wir dem Tobi vor allem den allergrößten Applaus jetzt spenden sollen. Denn ohne den wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank, lieber Tobi. So, ganz viel Mützen voll Schlaf wünsche ich dir in der nächsten Zeit. Und vielen Dank, dass du das gemacht hast. Vielen Dank. Hat auch irre Spaß gemacht.